Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Hallo. Jetzt sehe ich mir gerade, ich räume gerade noch ein bisschen auf. Hallo. Mein Gott, was ist denn hier los? Da bin ich mal pünktlich und das, ihr seid obermega pünktlich und schon längst hier. Ich versuche gerade hier irgendwie den Anschluss zu finden. Ich sage euch jetzt erstmal ein herzliches Hallo. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr. Ja, wir haben heute ein Thema, das hatten wir die ganze Zeit noch nicht, und zwar Foundation Paper Piecing. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr euch hier eingefunden habt, weil ihr das gerne in den nächsten Tagen erlernen wollt oder ob wir hier einfach uns einen Monat lang vermisst haben. Ich finde, dieser Monat ist echt vorbeigeflogen. Mach mal ein bisschen so. Aber ich habe mich auf heute gefreut. Ich muss erstmal, wo ihr überall herkommt. Mein lieber Shiva, hallo, hallo. So, womit fangen wir an? Wir fangen damit an, dass wir die Steffi feiern. Die Steffi von Quiltwerke hat für uns in diesem Monat gezaubert. Und das war eine enorme Leistung, anders kann man das nicht sagen, weil wir, ich hatte das in dem Newsletter schon geschrieben, das Projekt vorziehen mussten und auf einmal in relativ kurzer Zeit das auf die Beine stellen mussten. Und ich weiß gar nicht, ob jemand von euch alle Teile ausgedruckt hat, alle drei Anleitungen. Wir haben praktisch ein Buch geschrieben in der Zeit. Das ist schon enorm, was da zusammengekommen ist. Und da gehört viel, viel, viel Austausch dazu. Und vor allem gehören da ganz tolle Ideen dazu. Und viele Grüße aus Australien, Irmtraut. Jetzt falle ich um. Grüße zurück nach Australien. Wie viel Uhr haben wir bei dir? Also, so, was wollte ich sagen? Hallo Teschi, grüße dich, hi. Ja, ich bin der Steffi unfassbar dankbar, dass sie in diesem Monat so mit angepackt hat und ich bin so happy mit dem, was sie für uns gemacht hat. Also Foundation Paper Piecing ist etwas, was ich schon mehrfach gemacht habe. Irmtraut, ihr habt 5 Uhr morgens, bist du aus dem Bett gefallen, was ist los? Also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das als ganz besonderes Kompliment aufnehmen soll, dass du um 5 Uhr morgens hier bei uns bist oder dich einfach mit einem Kuss zurück ins Bett schicken sollte. Irmtraut. So, was wollte ich sagen? Dolles Vermissen bei Anne und große Neugier auf Paper Piecing. Bei mir ist es genauso. Schön, dass du da bist, liebe Anne. Also, pass auf. Wir haben von der, ich hatte ursprünglich mich mit der Steffi darauf geeinigt, dass wir ein Schnittmuster machen, das als Nadelkissen und als Kissen funktioniert. Und wir haben uns da im Groben geeinigt. Ich hatte ihr so grob erzählt, was ich mir so vorgestellt habe. Und dann hat sie 3 gemacht. Und dann hat sie jedes davon als Kissen und als Nadelkissen und eines sogar als Quilt. Das war also, wie nennt man das in der Schule, wenn jemand so weit über sein Ziel hinausschießt? Das war die Steffi. Also die ist wirklich mit einem unglaublichen Einsatz in diesen Monat gegangen und hat uns fantastisch unterstützt. Und ich bin so dankbar, dass wir Foundation Paper Piecing mit so coolen Schnittmustern machen. Für diejenigen, die absolut gar keine Ahnung haben, was wir da vorbereitet haben, dem möchte ich das bitte nochmal zeigen. Und ich muss das, Caroline sagt, die nennt man Streber. Also nur das Beste für die Steffi, die hat uns, also ich bin so dankbar, das kann ich gar nicht sagen. Und ich habe sie sofort festgenagelt. Wir machen nämlich in den nächsten Monaten noch mehr miteinander. Die Steffi kann ich nicht mehr ziehen lassen, die ist Gold. Also pass auf, die Steffi hat nämlich darüber hinaus die ganzen Muster sogar noch fertig gemacht. Also das ist sagenhaft. Ich zeige euch das jetzt mal, okay? Anja schreibt, die aktuelle Box ist einfach traumhaft schön. Vielen, vielen Dank. Ja, die Stoffe, die haben Steffi und ich uns gemeinsam ausgesucht. Wir wollten etwas Herbstliches. Ich habe eine große Liebe für diese Beerentöne.
Und da geht es jetzt gar nicht so richtig nur darum, welche finden wir schön, sondern das war auch wichtig, dass wir für diesen, wir haben da relativ lange mit rumgebastelt. Ich halte es mal so ein bisschen höher. Das ist die Farbpalette aus der Box. Das sind also verschiedene Beerentöne, die dann so in diesen in warme Gelb-Goldtöne übergehen. Das ist in einem, vor allem in dem Quilt, ist das total wichtig. Ich zeige euch das mal kurz auf Basis des Kissens. Also das hier ist das Kissen, das wir angehen werden. Das heißt Radiate. Radiate gibt es auch als ganzen Quilt. Der sieht fantastisch aus. Ich zeige euch das gleich mal in der Vorlage. Steffi hat ihn in echt schon genäht. Ich habe ihn gesehen letzte Woche. Er sieht fantastisch aus. Also das hier ist unser Kissen Radiate. Und das haben wir ja auch als Nadelkissen. Also ich kann es euch vielleicht etwas besser, vielleicht sogar noch an dieser kleinen Vorlage zeigen. Ist das nicht süß? Können wir das mal kurz feiern? Ist das nicht wunderhübsch? Also, Heidi findet die Farbkombi auch cool. Das freut mich. Caroline hat ihr Abo am Sonntag abgeschlossen. Bekomme ich noch eine Novemberbox? Caroline, normalerweise ist es so, dass es immer die nächste Box gibt. Wie wäre es, wenn du uns eine E-Mail schreibst an hallo @, das mache ich nachts und dann werde ich mich darum kümmern. Okay? Also, folgendes. Es ist für ein solches Muster relativ gut, wenn man verschiedene Tiefe der Farben hat. Also so ein Muster geht besonders auf, wenn sich, also wenn es ein ausgewogenes Verhältnis der Farbtiefen gibt. Und das war uns eben besonders wichtig. Deshalb gibt es diesen starken Akzent hier, dieses Gold, Dunkelgold, es gibt diesen Goldgrünton hier oben, es gibt diese Beerentöne im Verhältnis zu den hellen, weil wenn wir jetzt alle überall in diesem warmen Rosa geblieben wären, hätte sich diese Tiefe nicht ergeben. Und darüber haben wir eine ganze Weile philosophiert. Also so ist es am Ende zu dieser Mischung gekommen. Wir haben, ich zeige das jetzt mal, zeige euch mal das zweite auch. Das zweite Muster in diesem Monat, das ist so ein klein bisschen ambitionierter, ist dieses hier. Das heißt Woven. Ich habe so viel Zeug, dass ich euch verzeihen will. Ihr glaubt es nicht. Ich muss jetzt noch ein bisschen Platz schaffen. Das hier ist Woven. Das hat die Steffi jetzt nur aus den Beerentönen genäht. Finde ich wunderschön. Aber man sieht so im Vergleich, was diese Farbvielfalt macht mit so einem Schnittmuster. Die Steffi hat diese Version genäht und das fand ich wunderschön mit Prinz. Also da hat sie hier in diese Streifen, die, wo sind sie? Diesen Stoff aus dem letzten Monat eingebaut. Das sieht so schick aus. Also sowas kann man natürlich auf jeden Fall auch machen. Also das hier ist Woven. Jetzt muss ich erstmal. Ein warmes Rosa wäre natürlich auch schön gewesen, sagt Teschi. Aber eure Auswahl ist wunderschön herbstlich. Ja, Teschi, immer wenn wir Rosa und Pink anfassen, denke ich an dich. aber ja, wir fanden etwas Herbstliches schön. Man könnte das Muster aber auch ohne FPP nähen, oder? Wann empfiehlt es sich doch lieber FPP anzuwenden? Fragt die Eva. FPP bietet sich immer dann an, wenn man sehr, sehr präzise bleiben möchte. Du kannst das machen. Es ist allerdings, es erfordert von dir an anderer Stelle viel Präzision. Du musst sehr, sehr akkurat zuschneiden. Du musst extrem vorsichtig sein, wenn du deine Streifen bügelst, dass du es beim Bügeln nicht verziehst. Es ist einfach viel, viel schwieriger, akkurat zu sein. Foundation Paper Piecing, das Nähen auf Papier, garantiert dir einfach sehr, sehr akkurate Ergebnisse. Das kann ich dir gleich an anderer Stelle nochmal zeigen. Also meine Empfehlung ist, gewöhn dich an die Technik, die eigentlich überhaupt nicht so schwer ist, und nutze sie, weil dann kannst du einfach nähen. Du musst nicht nachdenken, du musst gar nichts tun. Da kann ab da wirklich nicht mehr so viel schief gehen. Und besonders, wenn es an die kleinen Teile geht, also das hier ohne Papier, würde ich jetzt mal behaupten, ist schwer. Das sag ich jetzt. Belehrt mich eines Besseren. Aber so akkurat Streifen zusammenzusetzen ohne Paper Piecing, nicht ganz einfach. Andreas mag die Farbkombination, das ist schön. Gibt es die Novemberbox noch einzeln? Wir haben noch ein paar nachgepackt. Es gibt noch ein paar wenige im Shop.
Wir haben aber die Farben alle auch einzeln im Shop. Das heißt, im Zweifel kannst du dir die nochmal so ein bisschen nachkonfigurieren, wenn du das möchtest. Die Aquakombitöne sehen auch super aus. Ja, Jessica, gut, dass du es ansprichst. Zeige ich gleich noch einmal. Also, das hier ist woven. Und dann, das hier ist das dritte Design. Ach so, das Woven-Nadelkissen habe ich vergessen, euch zu zeigen. Das ist dieses hier. Ist das nicht wunderhübsch? Woven, würde ich sagen, ist von diesen drei Schnittmustern das ambitionierteste. Ich halte es falsch, ne? So kann man das sehen. Auch, das ist jetzt auch nicht mega, mega schwer, aber das ist ein bisschen von den dreien das aufwendigere, würde ich sagen. Barbara, ist ja 20 Uhr da. Ja, darf ich euch auch mal überraschen? Freunde der Nacht. Ich dachte, heute haue ich mal einen raus. Also, finde ich auch wunderhübsch. Für diejenigen, die eine gewisse Hemmschwelle haben, Foundation Paper Piecing anzugehen, für die mag Ombre eine gute Idee sein. Das ist dieses hier. Ich greife jetzt nochmal gerade. Mein Gott, viel Zeug. Das hier ist sicherlich das am wenigsten komplexeste. Du fängst in der Mitte an, du arbeitest dich zu den Seiten, das Ganze auch als Nadelkissen. Es ist ein sehr guter Startpunkt. Wir haben uns aber entschieden, dass wir in den Live, und wir sage ich deshalb, weil morgen die Steffi dabei ist. Wir machen zum ersten Mal ein Doppel-Live. Einfach deshalb, weil die Steffi ist ein absoluter Foundation Paper Piecing Profi. Die näht so viel Foundation Paper Piecing und ich glaube, da gibt es sehr wenig Fragen, die Steffi nicht beantworten kann. Und deshalb ist Steffi morgen dabei und näht mit uns hier live in einer Doppelschalte. Und wir haben uns entschieden, dass wir Radiate nähen. Wir haben noch so ein bisschen rumgehampelt, ob wir diese Version nehmen, das Nadelkissen, weil das man vielleicht ein bisschen besser zeigen kann an diesen kleinen Teilen. Ich habe mich stark gemacht für die Kissenvariante, deshalb, weil wer das Kissen kann, kann den Quilt. Und ich persönlich finde es manchmal einfacher, nicht so kleinteilig zu nähen. Was ich aber euch sagen will, ich bin sowas von entzückt von diesen Nadelkissen. Ich finde die so süß und die kann man halt in unzähligen Farbkombinationen nähen und ganz sicher auch an Nähfreunde verschenken oder so. Also ich finde die einfach nur mega, mega süß. So, was wollte ich euch noch sagen? Ich wollte euch sagen, jetzt müssen wir erstmal gucken, hier fliegt ja nur der Text durch. Meine Dreijährige schaut gerade auf das Display und sagt, ist das die Barbara? Ja, das ist die Barbara. Hallo. Guten Abend, kleine Maus. Christa hat noch nie Foundation Paper Piecing genäht und ist sehr gespannt. Das ist eine wunderbare Sache. Micha sagt, aber die Ergebnisse sind mega. Foundation Paper Piecing erfordert ein wenig um die Ecke denken, aber macht mega Spaß für akkurates Patchwork. Es ist so. Foundation Paper Piecing, also das Nähen auf Papier, manche finden das ganz, ganz, ganz toll, wie zum Beispiel die Steffi, die näht fast ausschließlich danach. Andere, ich weiß, meine liebe Freundin Grete, hat mal geflucht und geschrien, als sie einen ganzen Quilt damit vorgenommen hat, weil sie das als nicht so erholsam empfunden hat. Ich finde ist eigentlich richtig, richtig erholsam. Weil wenn du einmal das Grundprinzip verstanden hast, kannst du wirklich völlig in Gedanken vor dich hinnähen. Das erfordert wenig Nachdenken, wenn du einmal drin bist. Und ich finde, am Feierabend ist das immer was total Schönes, wenn man einfach so vor sich hin nähen kann. Das gilt für diese etwas leichteren Schnitte. Also diese hier finde ich zwar im Ergebnis absolut großartig, sind aber eher so das, was man eben auch als FPP-Einsteiger gut leisten kann. Wir haben die Aquatöne wolltest du noch sagen. Jessica, wenn ich dich nicht hätte. Pass auf. Wir haben, weil die Steffi diesen super schönen Quilt gezeigt hat und da gab es sofort Nachfragen. Also du kannst mit dem Stoff aus der Box ein Kissen schaffen, Nadelkissen schaffen, aber du kannst den Quilt nicht hinbekommen. Foundation Paper Piecing hat einen relativ hohen Stoffverschleiß und da brauchst du mehr. Und ich hatte erst überlegt, ein Ergänzungskit
zu machen, also quasi ergänzend zur Box, würde aber bedeuten, du darfst deine Box nicht anrühren und brauchst den kompletten Stoff für den Quilt. Das fand ich dann im Nachgang doof, weil ich weiß, dass ganz viele hier mitnähen und eben auch Kissen oder Nadelkissen nähen. Und deshalb haben wir ein Kit gemacht, das eben darauf ausgelegt ist, dass du den kompletten Quilt damit machst. Also wenn du das, was wir jetzt hier die nächsten Tage machen, verinnerlicht hast, dann kannst du den kompletten Quilt angehen. Und dann haben wir dieses Set. Das ist einmal die Bärentöne, genau die aus der Box. Der Quilt ist daraus gemacht. Und wir haben eine Ergänzung, weil für all diejenigen, auch wenn sich ganz viele gemeldet haben und gesagt haben, dass sie die Stoffe sehr schön finden, worüber ich mich total freue, wir schließen jetzt mal die Taschi so ein bisschen aus. Nein, wir schließen die Taschi niemals aus, aber ich weiß, es ist nicht dein Rosa, aber bei ganz vielen kam das super schön an und das fand ich total schön. Caroline sagt nur, der Anfang ist komisch. Meinst du damit der Anfang vom Paper Piecing? Okay, alles klar. Also, Jessica, jetzt sind wir soweit. Wir haben ein zweites Set gemacht aus Aquatönen. Da habe ich jetzt auch noch ein klein bisschen Gelb aufgenommen, einfach weil ich fand, dass es gut passt und weil wir uns natürlich auch hier Gedanken gemacht haben über die Farbtiefe. Weil wenn du jetzt nur helle Aquatöne hättest in diesem Quilt, dann kannst du einfach dieses Muster nicht wirklich rausstellen. Also wenn du jetzt weiß hast und daneben jetzt hier, das ist Icy Mint, das ist einer meiner liebsten Minttöne, und dann gehst du hier nur so durch diese zarten Töne, dann baut sich das Muster nicht wirklich auf, ne? Du brauchst für dieses Muster den Kontrast. Und deshalb müssen da einfach auch ein paar tiefe Töne rein. Ich habe einen Vortrag gehört, als ich im Februar bei der QuiltCon war. Das ist ja so die Messe der Quilter und da sind die ganzen absoluten Quilt-Profis und ich laufe da immer mit großen, immer, ich war das erste Mal auf der QuiltCon, bin da mit großen Augen durch die Tage gelaufen und das, was ich dort immer wieder gelernt habe, ist, dass sich die Menschen beim Patchworken viel zu viel Gedanken um die Stoffe und die Farben machen und viel zu wenig um die Tiefe. Und wie wichtig es für Projekte ist, dass sie dass sie eine Farbtiefe bekommen, dass man damit spielt. Und deshalb haben wir uns bei diesem Kit eben Gedanken gemacht, haben dann doch noch das Blau mit aufgenommen und das Gelb und Kontraste geschaffen, damit sich eben in diesem Muster auch die Kontraste auftun. Und wie das fertig aussieht, jetzt muss ich mal ganz kurz hier irgendwie. Ich bin hier, mein ganzes Zeug. Ich habe das doch extra noch ausgedruckt für diejenigen, die das noch nicht gesehen haben. Wir haben hinten bei dem Dings auch also eine Designvorlage bei dem Schnittmuster. Und da kannst du dir dann ein bisschen besser vorstellen, wie sowas dann in einem Blauton aussieht, so ein Quilt. Da ist auch gezeigt, wie sich die verschiedenen Formate, also das ist jetzt zum Beispiel ein längeres Format. Das ist ein etwas kürzeres Format. Also du kannst ja, es hängt ja davon ab, wie viele Blöcke du so zusammensetzt. Ne? Ich finde dieses Quilt-Design einfach fantastisch. Ich bin da totaler Fan von. Und die Steffi näht es gerade. Sie hat den Bärenquilt schon fertig und näht jetzt an der Blaumischung. Und freue mich da voll drauf. Ich fühle mich wunderbar eingeschlossen, keine Sorge, meine Liebe. Meine Liebe für Pink ist ja auch Geschmackssache. Nein, Teschi, du hast einen ganz hervorragenden Geschmack. Und ich bin sehr dankbar, dass du dich hier ausgeschlossen fühlst. Katharina schreibt, die Stoffe aus der Box sind toll. Ich werde die Minis alle nähen. Da ich aber keine drei Nadelkissen brauche, werde ich sie mit Körnern gefüllt als Taschenhandwärmerzweck entfremden. Ich wusste doch, ihr kommt auf gute Ideen. Hervorragend. Guter Plan. Hallo, sagt die Regina. Hallo zurück. Micha, kompliziert ist eigentlich nur, dass man auf der einen Seite näht und auf der anderen Seite den Stoff anlegt. Ich bin ein Kandidat für, ich lege das Stück Stoff falsch rum an. Aber nach 2 bis 3 Mal nähen geht's. Ja, das stimmt. Was sind denn genau die tiefen Töne? Also, es geht darum, dass in einem Stoff, also das mal vorneweg, das sind ja jetzt nur Vorschläge, ne? Ich habe jetzt einmal diesen Bärenkombi zusammengestellt und ich habe einmal diese Aqua. Kommt, oh, falscher Knopf, ich bin auf den falschen Knopf gekommen. So.
Wenn du selber ein Set zusammenstellen möchtest, aus deinem eigenen Bestand oder eigene Unis, die schön in dein Wohnzimmer passen oder Schlafzimmer oder was auch immer, dann würde ich dir empfehlen, eine gute Mischung zu finden zwischen hellen und leichten Tönen und Stoffen, die eben später sehr rausstechen werden. Das ist, meine ich, mit Tief. Das ist zum Beispiel jetzt hier dieser Ton, das ist der Ton, das ist aber auch das tiefe Gelb durchaus. Und die werden den Kontrast in dem Muster herstellen. Die sind total wichtig, damit sich ein Muster so abzeichnet, okay? Und da würde ich dir einfach empfehlen, wenn du deine eigene Mischung findest, darauf zu schauen, dass du eben so ein paar sehr tiefe Töne hast und dass du ein paar sehr helle Töne hast. Und wie du das dann machst, ob du jetzt sagst, okay, ich gehe nur in Blautöne, ich bleibe von hellblau bis dunkelblau, nimm die Tiefen auf jeden Fall mit, also schaffe Kontrast. Und ja, ich habe eben hier zusätzlich auch noch drei Farben gemischt, also Petrol, Blau, Gelb, Grün, Weiß, also drei Farben, ein bisschen mehr Farben, aber es ist halt eine Mischung geworden. Ich will dir damit nur sagen, wir haben uns dabei was gedacht und ich würde dir empfehlen, das auch zu tun, damit sich dieses Muster so schön abzeichnet. Ich finde für diesen Quilt, und auch das ist Geschmackssache, okay, würde ich auch darauf achten, dieses Weiß aufrecht zu halten. Versuch dir mal vorzustellen, wie das Ganze aussähe, wenn du ignorieren würdest, dass das Weiß immer an dieser Stelle ist und an irgendeiner Stelle in das Muster einfließt. Der Quilt sähe komplett anders aus. Also dieses weiße Gitter gibt diesem Quilt den Rahmen. Und ich finde das ganz besonders schön. Natürlich kannst du immer, immer, immer machen, was du willst. Aber ich wollte damit nur sagen, wir haben uns dabei was gedacht. Das ist Steffis Idee, die Farbkombination dazu habe ich mir so ausgedacht und das ist der Gedanke dahinter. Das ist übrigens eine Grafik von dem Quilt in den Bärentönen. Also so sieht das auch aus. Und auch hier siehst du, wie wichtig für dieses Muster ist, dass du diese tiefen Töne drin hast. Das sähe schon deutlich langweiliger aus, wenn du darauf verzichten würdest und eben jetzt nur in hellen Bärentönen geblieben wärst. Okay? Das zu den Farbsets. Wir haben die im Shop. Wir können, dadurch, dass wir die Pure Elements dauerhaft jetzt im Programm haben, können wir die auch immer nachschneiden. Also wenn ihr da viel Bedarf habt, stellen wir euch diese Sets gerne zur Verfügung, wenn ihr im Nachgang nochmal diese Quilts nähen wollt, was ich absolut empfehlen kann. Ich finde, Radiate ist ein wunderschöner Quilt. Ich habe gerade schon geguckt, die Weihnachtsbox ist schon fast der Wahnsinn. Ich freue mich schon drauf. Ja, die Weihnachtsbox ist förmlich aus dem Regal geflogen bei uns. Vielen, vielen Dank für all diejenigen, die sich von uns überraschen lassen. Und ich kann euch versichern, dass wir uns tierisch Mühe gegeben haben, dass es richtig schön wird und ihr etwas ganz Tolles unterm Baum habt. Tini ist da. Hi, Tini. Ich bin das erste Mal dabei, sagt die Frauke. Hallo Frauke, herzlich willkommen. Ich muss noch ein bisschen auf meine Box warten. Ich bin so gespannt. Ja, ich hoffe, sie kommt. Wir haben noch ein paar im Nachgang im Shop gehabt. Ansonsten, es ist leider, wir sind durch das erste Jahr gegangen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, welchen Aufwand wir betrieben haben mit den Versandlisten, mit den Abfragen, mit noch einer Kontrolle, mit noch einer Kontrolle, noch einer Kontrolle. Und trotzdem ist es jeden einzelnen Monat passiert, dass nicht 100% der bestellten Boxen so zugestellt wurden. Es gab immer, irgendwo hat es gehangen. Zum Glück im sehr kleinen, aber es passiert. Also sollte das bei dir so gewesen sein, falls das jetzt keine Nachbestellung ist, liebe Frauke, entschuldige mich, wir geben alles. Sabrina will wissen, ob da eine Q16 steht. Da steht eine Q16. Das habe ich beim letzten Live schon gezeigt. Ich habe mir im Nachgang zu der Veranstaltung beim Nähpark die Q16 gekauft. Ich freue mich riesig an dieser Maschine. Die macht mir unglaublich viel Spaß. Ich muss gestehen, dass ich in den letzten 2 Wochen fast nicht dazu gekommen bin, hier zu sein in meinem Nähzimmer. Aber das ist ja.
Das ist halt im Moment eine wilde Zeit. So eine Weihnachtsbox will ja auch vorbereitet sein. Und die Dezemberbox, das vielleicht noch für all diejenigen, die das interessiert. Die Dezemberbox werden wir in diesem Monat vorzeitig rausschicken. Das haben wir auch so noch nicht gemacht. Einfach, wenn wir die am 17. rausschicken, kollidiert das total mit dem Weihnachtsversand von dem Rest der Nation. Und wann sollen wir dann das Live-Nähen machen? Und irgendwie haben wir gedacht, okay, wenn wir das irgendwie gebacken kriegen, ziehen wir die Dezemberbox vor, verschicken die vorzeitig und machen das Live-Nähen noch vor Weihnachten, damit wir dann hier alle Ruhe haben. Die Nähwerkstatt, Töverhex. Was für Stoffe nehme ich für ein Quilt? Popeline. Also, theoretisch kannst du ein Quilt aus einer Menge Stoffe machen. Du kannst für ein Quilt Flanell nehmen, du kannst für ein Quilt Seide nehmen, du kannst ganz, ganz, ganz viele Materialien nehmen. Solange du es stabilisierst, kannst du auch mit Jersey-Quilts machen. Nichts, was ich einem Anfänger empfehlen würde, aber theoretisch geht das alles. Es gibt aber ein Material, das nennt sich Quilting Cotton. Also Quilten ist ja etwas, das aus den USA kommt. Und das ist eine bestimmte Qualität der Baumwolle, die üblicherweise verwandt wird. Ganz besonders wichtig ist bei diesen Stoffen, dass die nicht auslaufen in der Farbe. Weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn du deinen Quilt nähst und du schmeißt ihn das erste Mal in die Waschmaschine und er färbt aus und dein ganzes Werk, das du über Stunden genäht hast, ist hinüber. Und das ist eben das Gute an Quilting-Stoffen, dass sie in aller Regel überhaupt nicht auslaufen. Also diese Farben hier kannst du zusammen waschen, da wird überhaupt nichts passieren. Das ist schon eine sehr, sehr gute Qualität. So, was wollte ich jetzt nochmal erzählen? Noch ein ganz liebes Wort zu unserer Box. Vielen Dank, sie gefällt dir, das ist schön. Was wollte ich sagen? Wie verlängere ich mein Abo, will die Anke wissen. Erstmal, ich freue mich, wenn du das Abo verlängern willst. Total. Wir haben in diesen Tagen eine Nachricht rausgeschickt an all diejenigen, die jetzt im Dezember für die das Abo ausläuft. Wir werden das im Januar nochmal machen mit denjenigen, die im Januar auslaufen. Wir melden uns erst relativ kurz davor bei euch, weil sonst gibt es ein Doppelabo für einen Monat. Wenn ich also jetzt schon Bescheid geben würde, dann und du schließt ein Abo ab, dann würdest du im nächsten Monat doppelt bekommen. Und deshalb kann man ein neues Abo immer erst abschließen, wenn der letzte Monat vorbei ist. Aber dann melden wir uns. Okay. Hui, Ulrike näht achteckige Spiralen beim Paper-Piecing, während sie lauscht. Ich bin beeindruckt. Ach so, ich möchte übrigens die Gelegenheit nutzen, die ganz, ganz lieben Menschen grüßen, die hier zwar mitgucken, aber nicht mitschreiben. Wie zum Beispiel die Mary, die mir dann ganz liebe Nachrichten schicken und sagen, dass sie hier dabei sind. Also vielen, vielen Dank für die Nachrichten und das ist total schön, dass ihr hier dabei seid, auch wenn ihr nicht aktiv mitschreibt. Das macht es natürlich etwas schwieriger für mich, euch zu grüßen und Fragen zu beantworten, aber ich hoffe, dass wir das so ganz generell hier erschlagen. Die Eva hat keine E-Mail bekommen, das merke ich mir, da kümmern wir uns drum. Okay. Ich versuche mal gerade mitzubekommen. Liebe Nicole, ich freue mich schon auf die Weihnachtsbox. Ganz ehrlich, wir haben uns so viel Mühe gegeben und wir machen das noch. Sie ist ja noch nicht fertig gepackt. Also ich hoffe, dass die wunderschön wird. Wir haben uns ganz viel Schönes dabei gedacht bei der Weihnachtsbox. Wenn ich jetzt das Abo verlängere, bekomme ich dann noch die Dezemberbox. Ja, die jeweils nächste immer. Wer will schon Geld horten, wenn man stattdessen Stoff sammeln kann? Liebe Jessica, wir vernähen das doch. Dafür treffen wir uns doch hier Monat für Monat. Das wird doch verbraucht. Das ist doch weg danach. Okay, was wollte ich sagen? Weihnachtsbox? Liebe Frauke, die Weihnachtsbox ist weg. Ich möchte sagen, wir werden noch mal ein paar wenige einstellen. Wenn die jetzt tatsächlich weg ist, was ich jetzt gar nicht glauben kann, dann würde ich dich bitten, dass du dich auf die Warteliste setzt, weil wir werden noch ein paar nachstellen. Wir machen das immer so, wir packen die erst fertig und wenn wir dann sehen, okay, wir haben noch genügend Stoff, dann packen wir die letzten. Das machen wir mit der Monatsbox auch immer so, dass wir dann manchmal danach noch welche einstellen. Das ist so unser Sicherheitsproblem. Das wird der Fall sein. Wir werden noch welche einstellen. Setz dich auf die Warteliste und wenn dann die E-Mail kommt, dann ist dein Moment. Vielen Dank.
So, pass auf, wo sind wir? Ich wollte doch noch was sagen. Und zwar haben wir uns in diesem Monat für Solids entschieden, auch ganz bewusst für die von Pure Elements, weil die zum einen unheimlich schön glänzen und das in diesen Projekten so lebendig aussieht. Und zum Zweiten, weil die sind tatsächlich von der Vorder- und der Rückseite gleich. Das heißt, wenn du dich beim Nähen vertust, Vorder-Rückseite auflegen, das kann dir beim Paper Piecing passieren, dann ist das total wurscht. Das heißt, mit diesen Stoffen machen wir euch das so ein bisschen leichter. Ich möchte aber auch sagen, ich habe meine Mail erhalten, am Dezember ist jetzt doppelt abgebucht worden. Susanne, bitte schick uns eine E-Mail. Wir kümmern uns drum. Die Paola wird das morgen für dich lösen. An Hallo-Ad schreiben und die Paola kümmert sich morgen drum. Wenn es Probleme gibt mit deiner Box, mit dem Abo, das ist hier immer etwas schwierig zu lösen. Ja, keine Weihnachtsbox mehr da, schade. Wie gesagt, es wird noch einen kleinen Nachschub geben und den stellen wir dann ein. Ella, da gibt es auch ein Problem mit der Box. Das tut mir leid, ich kann das aus dem Kopf hier nicht beantworten. Bitte, bitte eine E-Mail. So, was wollte ich sagen? Die Special Fills Box, liebe Tanja, das ist ja mein Mega-Sorgenkind in diesem Jahr. Ihr wisst gar nicht, wie gerne ich die vor Weihnachten auf den Weg gebracht hätte, weil man so tolle Sachen damit machen kann. Das bricht mir wirklich das Herz. Das ist mein Sorgenkind durch das ganze Jahr gewesen. Und bis jetzt sind nicht alle Teile, die wir brauchen, gleichzeitig lieferbar. Es ist zum Heulen. Sie kommt. Und für diejenigen, die noch die jetzt ihr Abo auslaufen lassen, ihr kriegt die dann trotzdem. Ja, also es ist sobald wir die bekommen, geht das los. Ich schwöre. Es tut mir leid. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass das besser läuft. Also, pass auf. Kerstin hat ein neues Abo und ist total begeistert. Ich freue mich. Das ist schön. Wird heute Abend schon genäht oder erst morgen? Wir nähen richtig morgen mit der Steffi. Heute machen wir Vorbereitungsarbeit. Und da will ich euch jetzt noch alles mitgeben, damit es morgen dann direkt losgehen kann. Wenn du also unbedingt nähen willst, dann sehen wir uns morgen. Die Steffi näht morgen mit uns und da werden wir das sehr genau zeigen, was da gemacht wird, okay? Also, meine Lieben. Ich schaue seit 3 Tagen alle deine YouTube-Videos inklusive dem neuen Nähzimmer. Was soll ich sagen? Ich werde beim Schlafzimmer als Nähzimmer mit Schlaffunktion. Ich werde mein Schlafzimmer als Nähzimmer mit Schlaffunktion umgestalten, sagt die Caroline. Das ist ja super. Ich habe im Schlafzimmer angefangen und ich habe sehr gerne im Schlafzimmer genäht. Tina, warum Art Gallery Stoffe und nicht Paintbrush? Das ist eine sehr kluge Frage, liebe Tina, weil ich ja bekanntlich ein sehr großer Fan von Paintbrush bin. Es ist im Moment so, dass wir Paintbrush nicht so zuverlässig bestellen können wie Art Gallery. Das heißt, Art Gallery, da können wir tatsächlich 120 Farben auf Lager halten. Im Moment haben wir eine nicht von 120. Hätten wir Paintbrush, hätten wir viele nicht. Und da ich wollte, dass wir das flexibel nachbestellen können, dass wir zum Beispiel, wenn jetzt wir ein Quilt machen und ihr habt zum Beispiel ganz viel Freude an der blauen Farbrichtung, dass wir relativ schnell die nachbestellen können und jeden damit versorgen, der ihn braucht. Und das war mit Paintbrush tatsächlich so nicht möglich. Und deshalb ist es Art Gallery geworden. Wenn schon keine Filzbox, dann könntest du doch mal mit deiner Q16 spielen. Ja, ich wünschte. Es ist im Moment ein bisschen wild. Also so vor Weihnachten haben wir noch eine Menge Dinge auf den Weg zu bringen. Und es wird ja auch nicht wirklich leichter, muss man sagen. Wir haben jetzt einen Mitarbeiter in Quarantäne. Wir müssen jede Menge Auflagen erfüllen. Also es ist ja alles nicht so ganz einfach. Oh, wir haben Trolle. Das ist ja ganz hervorragend. Die Nähwerkstatt schreibt, ich finde das hier herrlich, auch den Draht. Ich nähe immer dabei und es ist mega unterhaltsam. Dabei bin ich kein Quilter, noch nicht. Die Betonung liegt auf noch nicht. So, was ich jetzt noch sagen möchte, meine Lieben, ich muss jetzt erstmal unter dem ganzen Quatsch hier die wichtigen Informationen rausfischen. Dankeschön, ich mag die Art Gallery, so ist es ja nicht. Ich mag die Art Gallery auch, auf jeden Fall. Also ich habe das schon seit Jahren mitgenäht. Ich finde die Paintbrush so toll, weil ich diese Schwere des Stoffs mag. Besonders in Kombination mit zum Beispiel hier Moderstoffen finde ich die schöner. Okay,
Steffi fragt, kommt da noch welche rein? Ja, habe ich gerade gesagt, die Weihnachtsbox, da werden wir noch eine kleine Menge nachbestellen. Nicht nachbestellen, nacheinstellen. Wenn wir die gepackt haben und genau auf die Box genau wissen, wie viele wir brauchen, dann werden wir nochmal was nachbestellen. Soll das heißen, das Weiß von Paintbrush kommt nicht mehr rein? Fragt die Andrea. Doch, wir haben ein paar Paintbrush-Farben dauerhaft im Programm. Wir haben Snow, haben wir Oyster im Shop? Sie liegen auf jeden Fall im Regal rum. Snow, Oyster, White, das sind die Weißtöne. Dann haben wir Schwarz und noch so ein paar weitere Farben. Ich würde sagen, von Paintbrush dauerhaft haben wir vielleicht so 15. Das werden wir ganz sicher ausbauen. Und ja, wir haben so ein bisschen Platzprobleme im Moment, aber das wird besser. Barbara, wo ist die Warteliste zu finden? Fragt mein Mann. Liebe Birgit, lieber Mann von Birgit, wichtiger Punkt. Du kannst, wenn ein Artikel bei uns ausverkauft ist, kommt automatisch dieses Feld auf die Warteliste. Und da kannst du dich dann eintragen. Und da werden wir dich informieren, wenn wir wieder Boxen haben. Da hinterlegst du deine E-Mail-Adresse und sobald wir welche einstellen, gibt es eine automatische Benachrichtigung, okay? Ja, Brieke sagt, dann gibt es die genähten Schätzchen aus der Filzbox zu Ostern statt an Weihnachten. Ja, das ist so ein bisschen blöd, ne? Also, ja, es tut mir so leid. Also, die Filzbox war mir wirklich ein Herzensanliegen seit Stunde 1. Also, wir trauern. Jetzt kriege ich Komplimente von euch, das ist aber schön. Dankeschön. also. Wir reden über Trolle, wir reden über Trolle. Guck mal, jetzt kriege ich hier Komplimente, weil so ein Troll mich versucht zu beleidigen. Also meine Tochter ist ja sehr süß. Sie hat ein neues Wort erfunden. Sie sagt immer, meine Mama ist. Moment, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Was sagt sie denn immer? Meine Mama ist. Jetzt habe ich das Wort vergessen. Sie hat ein eigenes Wort dafür kreiert. Fällt mir gleich wieder ein. Jetzt wollte ich es gerade, warum spreche ich darüber? Und dann fällt mir das Wort an. Aber es ist immer so ein bisschen ablenkend mit diesen Trollen. So, was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte euch noch einmal sagen, was man mit Paper Piecing ganz toll machen kann, wenn man nicht mit Unis arbeitet. Wenn du das erste Mal Paper Piecing machst, würde ich dir absolut Unis empfehlen, weil du hast nicht dieses Problem, ist es richtig rum, ist es falsch rum, du musst nicht irgendwie positionieren. Das ist schon ein bisschen gehobener, wenn du da Fuzzy Cutting machen möchtest, also ein bestimmtes Element aus einem Stoff an bestimmter Stelle platzieren möchtest. Das ist nicht einfach. Und deshalb ist Unis absolut der richtige Weg. Wenn du aber sagst, hey, ich habe einen ganz tollen Stoff, den möchte ich in Szene setzen, oder ich habe ein bestimmtes Element in einem Stoff, das ich in Szene setzen will, dann ist Paper Piecing ideal, weil du das wirklich auf den Millimeter genau kannst, wenn du einmal dich so ein bisschen in der Technik zurechtgefummelt hast. Ich möchte das noch einmal an diesem Kissen zeigen. Nee, an Woven wollte ich das zeigen. Pass auf. Hier. Da habe ich ja gerade schon darüber gesprochen, dass die Steffi hier in diesen Elementen ganz tolle Stoffe untergebracht hat als Designelement. Also die hat jetzt hier so längst diesen Print aus der Oktoberbox eingesetzt. Was sie aber natürlich auch ganz toll machen kannst, du kannst natürlich dieses Mittelquadrat nutzen. In dem Fall musst du aber beachten, der besteht aus zwei Teilen. Hier ist das Schnittmuster, das du in zwei Teilen zusammensetzt. Das heißt, das ist jetzt gar nicht einfach, hier einen großen Print reinzubringen. Das ist aber bei anderen Anleitungen sehr gut möglich. Und es gibt in ganz vielen Patchwork-Kollektionen, massiere ich meine Nase. Ich muss mal kurz die Nase putzen. Wir sind wieder soweit. Ich muss die Nase putzen. Ach Gott. Mein Gott, warum kriege ich denn heute so viele Komplimente von euch? Das ist aber voll lieb. Dankeschön. Barbara, wir sind fluffig. Fluffig? Fluffig, sagt die Veronika, ist der Zustand, unser körperlicher Zustand. Meine Tochter sagt immer, nicht rundlich, wie sagt sie denn? Meine Mama ist
Die hat ein ganz cooles Wort dafür. Das hat sie selbst erfunden. Sie sagte, das ist das Einzige, das funktioniert für meine Mama. Oh Gott, Alessa hat Probleme mit einer E-Mail. Das ist der Moment, an dem mir immer das Herz bricht. Darf ich dich bitten, liebe Alessa, das ganz aktuell nochmal an hallo@ zu schicken? Das tut mir sehr leid, wenn da ein Problem aufgetreten ist. Wir haben versucht, alles aufzuarbeiten. Wir haben die Paola hat das komplett übernommen. Die macht das jetzt jeden Tag als Hauptbeschäftigung. Und wir haben ein bisschen Altlasten aufzuarbeiten, weil wir ein riesentechnisches Problem hatten. Das habe ich im letzten Monat schon mal berichtet. Und wenn uns da was durchgegangen ist, dann tut mir das super leid. Und ich würde dich bitten, dich noch einmal ganz kurz aktuell zu melden, damit wir das aktuell nochmal aufgreifen. Ich kann mich da nur entschuldigen, ihr Lieben. Es ist wirklich, da ist viel Blödes zusammengekommen. Wir haben zum einen ein großes Aufkommen da und ein großes technisches Problem und dann ist uns das um die Ohren geflogen. Und es tut mir so leid. Also da kann ich mich wirklich, oder will ich mich, möchte ich mich nur bei jedem entschuldigen, der da drunter leiden musste. Bitte, bitte schick uns die E-Mail nochmal und wir kümmern uns sofort. Christina hat sich das Kissen aus der Oktoberbox von Steffi angeschaut und das sieht super aus. Ja, das stimmt. Werdet ihr die Art Gallery Pure Solids Farbkarte wieder reinbekommen? Ja, wir werden die 100% nochmal reinbekommen. Wir haben ja diese Woche die von Essex nochmal bekommen. Wir warten auf die von Paintbrush, die hängt noch. Und wir werden die Art Gallery Karte nochmal im großen Stile mit aufnehmen, auf jeden Fall. Es wird auch im Januar neue Farben nochmal geben. Ich glaube, 10 kommen im Januar nochmal dazu. Also die bauen ständig aus. Nadja fragt, könntest du mir aus den Art Gallery Stoffen ein Set dunkelblau bis Petrol zusammenstellen für FPP? Bin mit den vielen Farben im Shop überfordert. Das Aquaset ist nicht so ganz meins. Ja, Nadja, schick uns eine E-Mail und sag am besten, was genau du brauchst, welche Mengen du brauchst. Das machen wir gerne, gar kein Problem. Flauschig? Ja, wir sind flauschig offensichtlich. Danke an Paola. Die Paola ist ein Goldstück, ehrlich, die rettet uns total. Die ist jetzt tatsächlich mit vielen Stunden am Tag unterwegs und kümmert sich um diese Themen. Renate wartet auch. Bitte, bitte eine E-Mail, bitte. Silke sagt, ich habe das Bonnie und Camille Buch bekommen. Super tolle Quills. Ich liebe das Buch. Wir haben noch ein paar wenige im Shop. Auch da sind welche nachbestellt. Und die Serie dazu geht hoffentlich morgen online, vielleicht übermorgen. Mit Pre-Cuts und allem. Wir haben zum ersten Mal eine komplette Serie gekauft. Danke, Junia, für die lieben Worte. Guck mal, da hat mal was geklappt. Ich bin so froh. Also, was wollte ich sagen? Ich wollte euch doch kurz noch mal was dazu sagen, welche Stoffe sich eignen für Paper Piecing. Also, du kannst natürlich immer total gut neben Unis solche Prints verwenden, die einfach ein einfaches Muster haben, das sich so wiederholt. Da kannst du überhaupt nichts schief machen. Das ist ein bisschen lebendiger als ein Uni. Das ist jetzt ein alter Print aus meinem Bestand. Solche Stoffe sind immer super. Du kannst natürlich auch Muster nehmen, die einfach sehr kleinteilig sind, ne? Da machst du mit der Positionierung nichts falsch. Wenn du also sagst, nehme mit meinen eigenen Stoffen mit, dann kannst du mit so kleinteiligen Mustern sehr, sehr gut arbeiten. Teschi sagt, ich finde es total verrückt, was aus dem Shop geworden ist. Mit den Abos gestartet und die Aussage, Meta wird uns hier auch verstauben und jetzt bietest du 120 Farben. Wenn ich dir sage, liebe Teschi, es ist ein bisschen wild. Wir haben jetzt eine Serie, die kommt. Wir haben im Dezember eine Serie, wir haben im Januar eine Serie, wir haben im Februar eine Serie. Also wir gehen jetzt wirklich tatsächlich in die Metaware, weil das so gefragt ist. Das kommt einfach, weil es Menschen da draußen gibt, die sagen, ich hätte das gerne. Und das ist doch total schön. Wir freuen uns darüber. Wir haben eine Menge vor in den nächsten Monaten. Yvonne schreibt, hi Yvonne. Oh ja, bitte die AGF-Farbkarte aufnehmen.
Ich bin fast sicher, ich weiß das noch nicht offiziell, dass im Januar die Farbkarte bestimmt nochmal überarbeitet wird, wenn die neuen Farben kommen. Und ich könnte mir da vorstellen, dass es vielleicht jetzt Sinn macht, den Dezember noch abzuwarten, und auf die neue Farbkarte zu kommen. Ich werde das in Erfahrung bringen. Wenn das nicht so ist und keine kommt, bestellen wir die aktuelle nochmal. Wenn Sie aber die Farbkarte überarbeiten, würde ich sagen, wäre es ganz gut, wenn wir jetzt einfach 4 Wochen aushalten und dann die neue nehmen. Ist mein Vorschlag. Habt ihr das Handbuch Quilten auch? Ich bin Anfänger. Nee, Tini, ganz ehrlich, wir haben bisher nur ein einziges Buch im Programm und das ist das von Bonnie und Camille. Aus dem einfachen Grund, weil es das in Deutschland nicht gibt. Das kann man auch nicht über die klassischen Buchquellen beziehen, weil das ein Selbstverlag ist. Klassische Bücher kann man, glaube ich, über den Buchhandel immer billiger kaufen. Und auch wenn ich glaube, dass Amazon auch ohne mein Zutun wirtschaftlich gut geht, ist das sicherlich ein guter Weg. Jenny, danke schön. Liebe Worte. Ach, Katrins Bestellung hat eine große Reise gemacht. Ja, die Post ist auch wild. Also, was mir diese Woche passiert ist, das vielleicht mal kurz am Rande. Wir bekommen fast täglich Ware. Und wir haben so Container. Der eine wird abgeholt mit der Ware, die an dem Tag gepackt wurde. Und an dem anderen wird Ware angeliefert. Und die Lieferdienste kennen das Spiel und stellen da ihre Pakete ab. Und dann hat der Abholer, hat DHL einen anderen Abholer geschickt und das Chaos war perfekt. Uns wurde Ware aus dem Ausland von UPS angeliefert, in Kartons an die Abholstelle gestellt und während wir die Ware ausgepackt haben und quasi unterwegs waren, um die zu verpacken, ist DHL gekommen, hat die Ware des Tages mitgenommen, also unsere Ware für euch und hat unsere neue Ware auch mitgenommen. Und wir kamen runter, wollten unsere Kartons auspacken und die waren weg. Dann sind wir durch drei Paketzentren gefahren und haben versucht, unsere Ware wiederzubekommen. Nirgendwo war diese Ware. Das hat 2 Tage gedauert, bis sie dann wieder auf einmal bei uns stand und DHL sich dafür entschuldigt hat, für das kleine Versäumnis. Also das so viel zum Thema Rundreise. Wir haben den Wahnsinn auch erlebt diese Woche. Ich dachte, ich werde verrückt. Antje schreibt, hallo Barbara, habe das erste Paket von dir erhalten. Vielen Dank für das liebevoll verpackte Päckchen. Auch das Buch war dabei. Ich bin so happy. Antje, das freut mich total. Wir verpacken verdammt gern Ware in schöne Pakete. So, wenn du es so weitergeht, brauchst du ein neues Lager. Ja, wenn das so weitergeht, müssen wir umziehen. Wir sind tatsächlich an unserer ziemlichen Kapazitätsgrenze aktuell. Das ist der Fall. Die Kittekat möchte gerne wissen, was eine Farbkarte ist. Und ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ob ich hier eine habe, weil seitdem ich ein Büro habe, habe ich nicht mehr so viele Farbkarten hier. Ich gucke mal ganz schnell, ob ich dir das zeigen kann. Ach nö, guck mal. Ich bin neuerdings hier ganz schlecht ausgestattet, weil meine Farbkarten nicht mehr hier sind. Ich hätte dir das jetzt gerne einmal eben gezeigt, weil ich gucke mal eben, ob hier noch eine drin ist. Wenigstens irgendwie. Nee. Also dann erkläre ich, guck mal, das ist jetzt super. Kriegt ihr alle meinen Bauch zu sehen, während ich hier sage, ah, guck mal, ich habe eine alte. Hier oben liegt eine. Pass auf. So, jetzt aber. Das hier ist eine Farbkarte. Und zwar, das ist jetzt eine alte Farbkarte. Das ist jetzt eine Farbkarte von Moda. Je nach Hersteller sind die unterschiedlich groß. Und dort sind dann Echtfarblaschen drin von allen Stoffen, die es in der Serie gibt. Bei Moda ist das relativ viel, auch wenn das eine alte Karte ist. Bei anderen Herstellern sind die so ein ganz kleines bisschen kleiner. Und das hilft enorm. Ich habe relativ früh angefangen, mir diese Farbkarten zuzulegen. Ich habe die nicht von jedem Hersteller, aber man weiß ja oft, okay, da wo ich gerne bestelle, der hat vorrangig diesen Hersteller oder ich vernähe besonders gerne diesen Hersteller. Und das erleichtert die Arbeit sehr, weil es gibt sehr wenige Geschäfte in Deutschland und
Normalerweise hat man auch nicht immer das Glück, dass man direkt vor der Haustür eines hat mit einer riesengroßen Auswahl. Und wenn du dann zu Hause stehst und sagst, ich möchte gern das und das nähen, dann weißt du, alles klar, meine Farbe heißt Strawberry, die brauche ich, die passt zu meinem Stoff. Ich kann also jetzt hier rangehen und kann sagen, ich möchte zu diesem Print einen passenden Ton haben und kann also sagen, alles klar, der ist es. Ich möchte den gerne kaufen. Und dann kannst du sehr gezielt deinen Stoff kaufen. Ich habe das schon sehr früh als eine große Erleichterung erfunden und das erspart dir eine Menge Fehlkäufe. Und deshalb würde ich sagen, lohnt sich Farbkarten. Also wenn du weißt, du nutzt das gerne, dann würde ich dir dazu absolut raten. Wir haben drei im Programm, die von Paintbrush, die allerdings im Moment ausverkauft ist, die von Art Gallery, die jetzt hoffentlich bald nachkommt, und ganz neu die von Essex, weil ich ein großer Fan der Essex-Stoffe bin. So, kann man mit dem Buch was anfangen, wenn man kein Englisch kann? Das Buch von Bonnie und Camille. Pass auf, das habe ich jetzt mal hier im Bild, ohne dass ich mich hier vor dem Bildschirm hängen muss. Also, dieses Buch, das ich beim letzten Mal schon gezeigt habe und so gerne habe von Bonnie und Camille, ist im Kern kein Buch. Es gibt zwar immer wieder so kleine Geschichtchen, warum sie ans Nähen gekommen sind, kann man vernachlässigen, den Teil. Was aber total toll ist, ist, dass dieses Buch im Kern eine Schnittmustersammlung ist. Also wenn du sagst, ich möchte gerne diesen Herzquilt machen, dann ist eben die Anleitung für diesen Quilt da drin. Diese Anleitung ist auf Englisch. Das sind Quilt-Anleitungen aber so gut wie immer. Und das ist aber auch eigentlich nicht so schwierig, weil wenn du einmal gelernt hast, wie man in dem Maß Inch denkt, da würde ich dir empfehlen, auf gar keinen Fall umzurechnen in Zentimeter, sondern die einfach ein Inch-Lineal zu kaufen und in diesem Maß zu bleiben. Dann findest du eben auch ganz viele Bilder, die dir dann wirklich logisch erklären, wie du jetzt dieses Herz in dem Beispiel zusammensetzt. Also im Grunde genommen, wie gesagt, ist das eine Schnittmustersammlung anstelle von einem Buch, würde ich sagen. Einfach sehr, sehr hübsch bebildert. Und ich mag die Quills in diesem Buch total. Es sind viele einzelne dabei und weiter hinten findest du dann einen Sampler-Quilt. Ich bin jetzt nicht so der große Sampler-Fan, aber Moment, der hat dann halt viele einzelne Blöcke und du kriegst halt jeden einzelnen Block erklärt und kannst ihn dann später zusammensetzen. Und ganz ehrlich, dafür musst du jetzt kein Englisch können, oder? Also das erklärt sich im Grunde aus der Art der Bebilderung, wie du das jetzt zusammensetzen musst, glaube ich jedenfalls. Was ich persönlich jetzt unbedingt noch nähen möchte, weil ich das total schön finde und das den ganzen Monat wollte und nicht dazu gekommen bin, und das ärgert mich schon wieder. Moment. Wie sind wir jetzt eigentlich darauf wieder gekommen? Wir wollten noch Paper Piecing machen. Ah, ich kann so unüberflüssig blättern, so geht es ja schon mal los. Ich will euch das doch jetzt nur einmal ganz schön zeigen, weil ich das so schön finde. Dann geht sie wieder zurück zum Thema. Kleiner Exkurs. So sieht übrigens der fertige Sampler-Quilt aus. Hübsch, ne? So. Ich habe es nicht so mit Sampler-Quilts, muss ich ehrlich zugeben. Aber den finde ich schön. So, das hier möchte ich ja noch nähen. Da ist nämlich auch zu guter Letzt so ein Helferlein für den Nähtisch drin. Den finde ich total schön. Den möchte ich gerne nähen. So, das ist das Buch. Dann möchte ich, wo wir schon mal bei Exkurs sind und ich die Andrea lese, mich bei dir bedanken, lieber Andrea. Ich habe ein wunderschönes Päckchen bekommen. Ich habe zwei Päckchen bekommen diesen Monat. Der eine war von Andrea, die mir eine ganz tolle Hautcreme geschickt hat, eine selbstgemachte, weil ich hier immer sitze und mich kratze. Ich mache das ohne nachzudenken. Es tut mir leid. Ich habe oft so raue Haut hier und ich sitze dann oft so. Ich sehe das dann manchmal in den Videos und denke, was tust du denn da? Ja, das ist so. Und dann hat sie mir eine ganz, ganz tolle Creme gemacht. Und also, oh, das war so schön. Das war ja ein Traum. Und dann habe ich bekommen von der Andrea wunderschöne Nähgewichte, weil ich beim letzten Mal über Nähgewichte gesprochen habe. Guck mal, sind die nicht schön? Andrea, du bist ein Goldstück. Ich danke dir. Ich habe mich so darüber gefreut. Und dann habe ich ganz, ganz, ganz liebe Post bekommen von der Stöckeline. Ich habe nämlich beim letzten Mal erzählt, dass ich diese Nähgewichte so schön finde. Nicht so schön, ich finde die überhaupt nicht schön, aber so praktisch finde. Von Prim. Und die werden nicht mehr hergestellt.
Und dann hat sie mir ihre geschickt. Fand ich so lieb. Danke, liebe Stöckeline. So. Ich bin nochmal. Übrigens finde ich es total super, wie Grete es macht. Die Einfärbungsstoffe kommen mit dem Aufkleber, welche Farbe es ist und wo gekauft. Das hat mich schon mehrfach im Nachhinein gerettet. Das ist ein sehr guter Hinweis. Okay. Das Buch ist ein gelungener Englisch-Anfängerkurs. Ach so, es wird über Geräte gesprochen. Die wunderbare Grete hat ein Geschäft, das heißt Stoffsalat. Ich bin mit der Grete tief verbunden. Wir haben einige Reisen hinter uns. Ich habe auch ihren Laden irgendwie immer ganz doll im Herzen gehabt und sie schließt am 15. Dezember. Und das ist traurig. Aber das letzte Mal, als wir telefoniert haben, also wir hören uns regelmäßig, hörte sie sich irgendwie ganz vergnügt an. Also sie hat tolle Pläne für alles, was jetzt kommt. Aber die Grete hatte nämlich die Art Gallery Stoffe alle im Programm auch. Den Sampler plane ich für 2021, sagt Yvonne. Ein guter Plan. Kannst du einmal erklären, was mit dem Stoffverbrauch gemeint ist? Was ist denn WOF? Width of Fabric heißt das. Das heißt die volle Stoffbreite. Damit ist gemeint, dass du einen Streifen in seiner vollen Länge schneidest. Der ist ja zusammengeklappt. Zusammen sind es 1,10 Meter. Und wenn steht, du sollst einen Streifen WOF schneiden, dann heißt das, du sollst die komplette Stofflänge schneiden und dann unterteilst du in verschiedene Striche. Das ist damit gemeint. Schade um Grete. Grete ist nichts passiert. Es geht Grete sehr gut. Der Meller gefällt der Daybreak Quilt von Bonnie und Camille. Das stimmt. In diesem Buch sind keine Quilts und Projekte, die schon als Einzelschnittmuster erhältlich sind. Das ist ein komplett neues. Andrea hat sich über den Flanell gefreut. Das ist schön. Nähgewichte hast du jetzt gesagt. Ja, das kann man nie genug haben. Ne? Ich finde das so lieb. Ich habe mich riesig gefreut. Ganz, ganz riesig. Nach Gewöhnung finde ich das Denken bei den englischen Quills viel einfacher als in Zentimeter, sagt die Micha. Ich habe mich total daran gewöhnt. Ich ärgere mich manchmal so ein bisschen, weil viele Dinge ungenauer sind letzten Endes in Inch als in Zentimeter. Aber im Großen und Ganzen kann man sich da total umstellen, finde ich. Gibt es Neuigkeiten zum Gingham und den Farbkombis? Teschi, du wühlst in all meinen Wunden. Ja, das Zweite, was in diesem Monat aufgrund der Turbulenzen ein wenig gelitten hat, ist das Projekt Mem Quilt Kollektiv. Wir sind noch immer nicht komplett fertig, obwohl das fest geplant war für November. Die Muster, die wir haben, sind komplett schon bei uns, die sind aber noch nicht im Shop. Es gibt geplant, keine pinke Kombination. Wenn du möchtest, kann ich dir aber gerne helfen, eine tolle pinke zusammenzustellen. Wir haben andere Mischungen, die sehr cool sind. So, die Antje sagt, ich habe das Buch jetzt bekommen und ich kann null Englisch. Ich versuche es trotzdem. Will es erstes dieses Körbchen nähen, das Barbara gezeigt hat, kann ja mal berichten, wie ich klarkomme. Das ist ein guter Plan, Antje. Ich glaube, man gewöhnt sich da tatsächlich dran. Also, am Ende des Tages ist die Art und Weise, wie ein Schnittmuster aufgebaut ist und die Art der Beschreibung, Schneide von so und so viel, das hat gar nicht so viel mit Englisch zu tun am Ende. Also, und dadurch, dass sie immer gut bebildert sind, kommt man eigentlich klar. Teschi, entschuldige bitte. Ja, es tut mir leid. Das ist ein einziges Theater. So, Abo diesen Monat abgeschlossen, bekomme ich die Novemberbox noch, fragt die Kerstin. Normalerweise gibt es immer automatisch die nächste Box. Wenn du die Novemberbox aber noch gerne hättest, schreib uns bitte eine E-Mail, liebe Kerstin. Ich hätte so gerne pink-weiß und pinke diagonale Streifen, wie dein blauer, nur eben in pink. Aber die Streifen finde ich nirgends. Ehrlich gesagt kenne ich auch keine pinken Diagonalstreifen. Ich kenne auch keine Kollektion in nächster Zeit, die pinke Diagonalstreifen hat, liebe Teschi. Es gibt rosa,
Aber es gibt kein Pink. Und es gibt fünf verschiedene Streifenfarben jetzt in der neuen Kollektion von Bonnie und Camille. Gelb, grün, rot-pink, rot und blau. So, es geht weiter. Ich wollte, mein Gott, eine Stunde rum. Was machen wir hier? Ich wollte doch noch so ein paar Beispiele zeigen, wie, was man bei Foundation Paper Piecing toll in Szene setzen kann. Ich habe jetzt so einen Print zum Beispiel rausgesucht, der eignet sich total gut für Foundation Paper Piecing. Wenn du sagst, ich möchte gern in der Mitte meines Projekts so eine Flasche zum Beispiel platzieren, das ist ein Print von Ruby Star Society. Was eine wahre Fundgrube ist für Paper Piecing Projekte, sind die Stoffe von Tula Pink. Tula hat ganz, ganz viele Motive. Die, das ist jetzt ein ganz alter Print. Ich habe jetzt einfach ins Regal gegriffen. Das Besondere an ihren Stoffen ist, dass sie oft so ein großes Motiv hat, wie jetzt in diesem Fall hier der Waschbär. Ist das ein Waschbär? Kann mir bitte jemand helfen? Das Tier. Wir sagen das Tier. Aber das Besondere an diesem Prinz ist, dass du drumherum unheimlich viele Elemente noch findest. Selbst wenn du jetzt sagst, okay, der Waschbär, der Waschbär, Ilke sagt, es ist der Waschbär, vielen herzlichen Dank. Heidemann gesagt, es ist ein Skunk. Okay, alles klar. Der Waschbär, Ilka, ich danke. Wenn du jetzt sagst, okay, der Waschbär ist es nicht, dann könntest du aber immer noch sagen, ich nehme hier den Ball, ich nehme die Feder. Also das ist ganz, ganz große Kunst, so wie sie ihre Stoffe zusammensetzt, weil du diese Elemente so toll auseinandernehmen kannst. Also wenn dir das nächste Mal Tula Pink begegnet und du merkst, du hast Freude an Foundation Paper Piecing, dann guck mal genau hin in diese Motive, ob da irgendetwas ist, was du dir vorstellen kannst, was du ganz toll in Szene setzen kannst in einem Paper Piecing-Projekt. Die sind wirklich dafür gemacht. Monique sagt auch, es sind Waschbären. Okay, vielen lieben Dank. Ob Barbara so einen Pink-Schock überlebt? Liebe Tashi, ich bin robuster, als du so denkst. Also es gibt eine Farbe. Wir haben einen dänischen Großhändler und der ist absolut großartig und wir telefonieren immer ganz viel. Und es gibt eine Farbe, die nenne ich konsequent Hundedurchfall, weil ich finde, dass die so aussieht. Mit der Farbe habe ich ein Problem. Die möchte ich dir nicht ans Herz legen, weil ich dich gerne habe, liebe Teschi. Mit Pink kannst du mich nicht schocken. So, Raccoon, es ist doch ein Raccoon. Natürlich ist das ein Raccoon. Okay, haben wir doch alle gewusst, Mensch. Ist das Bild bei euch auch unscharf? Das ist nur wegen dem Waschbär. Wie wäre es mal mit IPP, sagt die Sigrid. Dann sage ich dir, liebe Sigrid, hab Geduld. Wohne uns weiter bei. Das könnte gut ausgehen. So, letzter Stoff. Das ist auch ein Print, das ist ein alter Print von Bonnie und Camille. Die Erdbeeren kommen in ihrer nächsten Serie, die im Frühjahr kommt, wieder rein. Dann gibt es wieder diese Erdbeeren und auch das ist ein fantastischer Print um ihn in die Mitte von einem Projekt in Szene zu setzen. Da haben wir jetzt aber lange drüber geredet. Was will ich euch noch sagen? Ich möchte euch noch ein paar. Ich habe mir so viel vorgenommen für heute, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir machen mal trotzdem einfach weiter. Ich habe ein paar Projekte mitgemacht, die ich in der Vergangenheit mit English Paper Piecing genäht habe. Alles hat angefangen mit diesen Schlüsselanhängern. Diejenigen, die meinem Blog folgen, die kennen die vielleicht, weil die habe ich vor, ich habe überhaupt keine Ahnung, vor wie vielen Jahren genäht. Das war damals mein erstes. Halte ich das überhaupt in die Kamera? Mein erstes English Paper Piecing Projekt. Das ist jetzt nur eine Mischung aus Leinen und einem Liberty-Stoff. Ich habe die aber auch mit Farbverlaub gemacht, mit Tula-Pink-Stoffen. Ich habe wie verrückt diese Schlüsselanhänger genäht. Und dann kannst du die auch so als Langes machen, so als Umhänger für so Messe-Namensschilder oder so. Du suchst den Tula Pink Disco Cat Stoff. War bisher leider vollkommen. Liebe Ulrike, ich weiß gerade überhaupt nicht, welcher das ist.
Tanja sagt, ach, wie schade, den hätte ich so gern. Aber was denn, Tanja? Tanja, ich schicke dir meinen Waschbär. Ich habe nicht mehr viel. Das ist mein letztes Stück Waschbär. So viel habe ich. Der ist deiner. Ich schick ihn dir morgen. Ha! Tesch hat mit dem Schlüsselanhänger angefangen, nachdem sie ihn auf dem Blog gesehen hat. Ja, ich finde den absolut super. Also in Sachen FPP. Müssen wir jetzt wieder zurück zum Thema? Also, ich wollte noch zwei Sachen zeigen, die ich in der Vergangenheit mit Foundation Paper Piecen genäht habe. Also EPP ist English Paper Piecing. EPP, das wäre das sinnvoll gewesen, dass wir damit angefangen hätten. So, pass auf. Also, English Paper Piecing ist das hier. Das hat übrigens die Grete für mich gemacht. Sie ist Stoffsalat-Label drin. Das ist ein Geschenk von ihr. Das nennt man im Deutschen, glaube ich, Lieseln. Da nähst du auf einer Papiervorlage mit der Hand diese Dinger und die kannst du dann zusammensetzen und auf etwas draufnähen. Ja? Das hier ist English Paper Piecing. Das Schöne an English Paper Piecing ist hochgradig meditativ. Ich habe eine liebe Freundin, die Carola, die näht das wirklich exzessiv und die guckt da gar nicht hin und das entspannt die, wie andere Leute gerne stricken. Und das ist etwas ganz Tolles. Damit werden wir uns beschäftigen in absehbarer Zeit. Das ist English Paper Piecing. Foundation Paper Piecing ist das hier. Das bedeutet, dass du auf einer Papiervorlage mit deiner Nähmaschine nähst. Das ist der Unterschied. Das ist ein Kissen, das habe ich auch. Oh, da habe ich jetzt aber meinen Boden geküsst. Das hier ist zum Beispiel etwas, das ich auf einer Papiervorlage genäht habe. Das habe ich auch mal auf dem Blog gehabt. Ich mag das total gerne. Da habe ich auch meinen eigenen Rat befolgt und habe das aus Solis, also aus Unistoffen gemacht, weil das tatsächlich einfach leichter ist. Gerade wenn du jetzt hier Stoffe zusammensetzt, du musst dir nicht wirklich Gedanken machen, ob das Muster da irgendwie bricht oder so. Es ist so viel einfacher. Also das ist zum Beispiel ein Kissen, das ich sehr, sehr gerne habe und das im Herbst bei uns gerne rauskommt. Wie so oft mit einem Binding, mit einem Streifenbinding. Auch das ist bei mir ein Klassiker. Wie eigentlich immer auf der Rückseite mit einem verdeckten Reißverschluss. Also das ist so ein typischer Barbara-Klassiker, würde ich sagen. Der ist auch aus Foundation Paper Piecing genäht. Und dann dieses Kissen, das habt ihr aber jetzt schon 100.000 Mal gesehen, weil das in meinem Nähzimmer auf dem Stuhl lag immer. Das hier ist auch ein Foundation Paper Piecing-Projekt. Weil es einfach schwierig ist, so etwas akkurat zusammenzusetzen, wenn du nicht auf Papier nähst. Also das ist auch ein Projekt, das ich wieder Binding, Streifen, das ist so ein bisschen das, was ich total gerne habe, dass ich ein Kissen so schön finde. Und ja, gefällt mir total, gemischt aus Bonnie und Kamillenstoffen. Ich muss mal kurz mitlesen, was schreibt ihr so? Ich habe bisher nur FPP-Bilder gemacht, zum Beispiel die Bremer Stadtmusikanten. Jetzt zum ersten Mal ein grafisches Muster, sagt die Katrin. Gutes Stichwort, liebe Katrin, weil wofür man Foundation Paper Piecing ganz hervorragend gebrauchen kann, sind, wenn du sehr wenn du sehr raffinierte Muster zusammensetzen möchtest. Das hier zum Beispiel. Das ist ein Schnittmuster. Wir haben das in den Shop aufgenommen. Das ist sehr ambitioniert. Also das ist am Ende des Tages ist das gar nicht so schwer zu nähen. Aber es ist halt ein bisschen schwierig, den Überblick zu behalten. Du kannst aber sicher sein, dass ein solches Projekt richtig, richtig Eindruck macht, wenn das fertig ist. Das ist der Lion, also der Löwe auch von Violet Craft. Die hat so eine ganze Tierserie. Und wir haben den im Shop als, bisher als einzigen für diejenigen, die sagen, Foundation Paper Piecing ist total mein Ding, sieht fantastisch aus auf Stoff. Ein zweites Foundation Paper Piecing Motiv, das wir aufgenommen haben, einfach deshalb, weil ich das so wunderschön finde, ist der Kix Quilt. Ich habe den in meinen Insta-Stories schon mal verlinkt, weil den hat die Steffi genäht. Das sind verschiedene Schuhe, Turnschuhe. Seht ihr das? Sneakers, so Adidas und so Converse. Und die sind alle auf Papier genäht, damit du eben. Moment, ich halte alles wieder total falsch. So, halt, könnt ihr das jetzt sehen?
Können wir es. So, jetzt seht ihr es, ne? Das ist wirklich sehr, sehr, sehr detailreich, was du da darstellen kannst. Du kannst also die Schnürsenkel machen, du kannst diese Adidas- oder Puma-Streifen machen. Und das ist halt ein fantastischer Quilt für ein Jungszimmer vor allem, wo alles andere schon uncool ist, finde ich. Und du kannst eben auch einen einzelnen Schuh auf einem Kissen nähen. Also ich kenne jemanden, der macht das gerade zu Weihnachten für seinen Sohn. Das ist also auch ein cooles Schnittmuster, das nach dieser Technik funktioniert, wenn du da einmal im Bilde bist. An sich muss man sagen, brauchst du in Vorbereitung für, was, du hast den Löwen schon zweimal genäht, Doris. Heiliger Bimbam. Dann fragen wir doch mal alle die Doris. Die Doris ist absolute Fachfrau, weil wer zweimal den Löwen näht, der weiß, wie es geht. Sagt sie noch mal was zum Papier? Das erste Kissen ist ja voll schön, sagt Regina. Ich müsste mal rausfinden, wo das Schnittmuster nochmal her war. Ich habe das damals bei Craftsy runtergeladen, aber vielleicht finde ich das nochmal raus, von wo das war. Ich muss mal eben hier durchfliegen. Alles Bahnhof. Habe ich euch jetzt mehr verwirrt als geholfen? Ich versuche gerade so ein bisschen das Thema hier abzugrasen und euch ein bisschen vorzubereiten aufs Nähen. Aber ich habe so das gute Gefühl, nach dem, was ihr schreibt, ich verwirre euch. Ulla sagt, der Kickwild ist cool, aber mir fehlt die Zielgruppe. Ulla, ich kenne eine Zielgruppe. Das Kissen heißt Myrt bei Etsy. Das ist ein hervorragender Tipp. Genauso hieß das Schnittmuster und bei Etsy kann man es noch kaufen. Ein guter Hinweis. Vielen, vielen Dank. Habt ihr ein Stoffset für den Löwen? Liebe Frieda, da habe ich mir noch keine Gedanken zu gemacht. Es steht aber hinten genau drauf, was man braucht. Das kann man auch zusammenstellen. Also wenn du da Hilfe brauchst und du möchtest das gerne nähen, dabei können wir assistieren. Jetzt ist er runtergefallen. So, der Ulrike wird gerade geholfen. Irgendjemand hat ihren Stoff gefunden. Das ist super. Wäre auch eine gute Oberseite für die Hilde. Das Keks-Dings da. Hummelfilm, da hast du recht. Also, liebe Susanne, das Kissen heißt Myrth. Gib das mal bei Etsy ein und dann kommst du zu der Quelle. Das von demjenigen, der diese Schnittmuster verkauft. So, wir haben das geklärt, es ist ein Waschbär. Top. Kannst du mal ein Beispiel vormachen und nähen? Ich will euch als erstes noch, ich muss hier irgendwie meinen Krempel noch einmal durchbringen, damit wir das alles besprochen haben. Und zwar geht es darum, dass man bei Foundation Paper Piecing etwas mehr Vorarbeit leisten muss. Okay? Und zwar, wenn du dein Schnittteil hast. Also nochmal, habe ich jetzt mal, habe ich schon wieder hier alles verbummelt? Darf das wahr sein? Ich wollte jetzt mal ganz schnell noch das Gnadenkissen finden. Was ich euch auf dem Wege zeigen kann, weil es mir jetzt gerade in die Hände fällt, okay? Wir haben bei dem Schnittmuster, das diese Woche kostenlos im Newsletter ist, meine Lieben. Das findet man selten. Eine Ausmalvorlage. Und natürlich kannst du auch einfach sagen, ich nähe, ich male mir jetzt hier diese eine Ecke an, die jetzt quasi ein Kissen ist, ja. Und ich male mal die Farbverteilung. Also du kannst ganz wunderbar Kombinationen hier jetzt einfach mal mit Buntstift anmalen und um ein Gefühl dazu zu bekommen, wie deine gewünschten Stoffe denn in diesem Kissen am besten platziert sind, okay? Das möchte ich dir doch sehr empfehlen am Anfang. Diese Ausmalvorlagen, die es bei manchen Quiltmustern gibt, sind eine absolut große Hilfe. So, jetzt will ich noch einmal ganz schnell. Wo ist denn jetzt mein Schnittmuster? Ja, verdammt alles. Ich muss jetzt einmal ganz kurz irgendeines nehmen. Nee. Ich nehme jetzt hier mal das Einfachste. Entschuldigung. Ich möchte noch ein Wort zu Papier verlieren. Das wurde gerade angesprochen. Wir haben also du kannst Foundation Paper Piecing
Natürlich ganz normal durch deinen Drucker schicken. Bedrucken, das Muster bedrucken. Das sieht jetzt zum Beispiel so aus, im Beispiel von dem Ombre-Nadelkissen. Das ist jetzt mal kleinformatig, deshalb habe ich jetzt das genommen. Natürlich kannst du auf ganz normalem Papier drucken. Ganz viele machen das auch. Wo bekomme ich denn den Newsletter? Liebe Margret, du gehst auf unsere Website und dann springt schon so ein Pop-up auf und da kannst du dich zum Newsletter anmelden und dann verpasst du nichts. Und dann bekommst du auch dieses Schnittmuster. Anne sagt, ich habe schon damals gedacht, ich will diese wunderschönen Schlüsselanhänger können. Liebe Anne, das kannst du. Du musst einfach nur einmal damit anfangen. Das ist überhaupt gar nicht so schwer. Ich könnte das doch auch mit Freezer-Paper nähen. Liebe Ulla, ich glaube, es gibt Menschen, die das tun. Ich glaube, dass das aber relativ teuer ist am Ende. Was du machen kannst, und das ist meine Empfehlung, und das haben wir auch mit der Box gemacht. Du kannst anstelle von 80 Gramm Papier, das was das klassische Druckerpapier ist, 50 oder 60 Gramm Papier nehmen. Diejenigen, die unsere Box bekommen haben, haben ihr Schnittmuster auf 50 Gramm Papier gedruckt bekommen. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Also man sieht das schon, das ist viel, viel fusseliger als jetzt das dicke 80er. Das macht einen deutlichen Unterschied. Warum? Du musst das ja am Ende, wenn du das benäht hast, wieder rausreißen. Und das geht so viel einfacher, wenn dein Papier dünner ist. Also ich empfehle dir, wenn du öfter Foundation Paper Piecing machst, kauf dir dünnes Papier. Es gibt von der Firma Claire Fontaine Papiere in 50 und 60 Gramm. Da sind dann nur 500 Blatt drin. Das ist also nicht so ergiebig wie klassisches Druckerpapier, aber ich würde dir sagen, mach das. Das ist eine gute Sache. Und reicht der Stoff für der Novemberbox für ein Kissen? Ja, liebe Nicole. Gibt es die anderen Vorlagen der Kissen auch noch? Fragt die Monika. Die sind schon alle im Shop. Du kannst, wenn du diese Gutscheinkarten aus der Box hast, auch schon jedes runterladen. Das Radiate ist umsonst gerade im Newsletter. Also alle, die den Newsletter haben, auch wenn sie keine Box haben, bekommen das. Und die anderen wandern in den nächsten Wochen in den Newsletter. Wenn du also ein bisschen Geduld hast, dann kriegst du es sowieso auf dem Wege. Nicht vergessen, dass ihr das zu nähende Muster vorher auf das Papier drucken müsst. Das geht mit Backpapier schlecht. Das kannst du einfach auf deinem klassischen Drucker zu Hause ausdrucken. Also du druckst das aus wie ein Stück Papier. Diejenigen, die die Box bekommen haben, haben die Muster der drei Nadelkissen auf 50 Gramm Papier beiliegen. Und da haben wir auch ein paar leere Blätter beigefügt, damit, wenn ihr die Kissen nähen wollt zum Beispiel, auch die nochmal auf einem dünnen Papier ausdrucken könnt. Das war Service für den Kunden. Du kannst absolut auch normales Kapierpapier nehmen. Es ist ein bisschen mühsamer. Das würde ich damit nur sagen. Ich liebe inzwischen das 50 Gramm Papier, auch für normale Schnittmuster, sagt Crema Catalana. Guck mal, das habe ich überhaupt noch nicht gemacht. Was du aber machen kannst, ist, Papier kann man bügeln. Wir haben das gerollt verpackt. Du kannst also einfach dein Bügeleisen erwärmen und keinen Dampf benutzen und dein gerolltes Papier wieder begradigen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und ich mache das auch mit Schnittmustern. Also wenn ich ein Schnittmuster für Kleidung habe, das sehr groß ist, das ich nur ab und zu brauche, dann rolle ich das ganz klein, kann das sehr gut aufheben. Und wenn ich es wieder verwenden will, dann bügele ich das Schnittmuster einmal mit dem Bügeleisen und habe wieder ein glattes Schnittmuster. Das kann man sehr gut machen. Welche Nadel verwendet man denn beim Nähen mit Papier? Wird eine Universalnadel nicht irgendwann stumpf? Bei Stoffstellen ist das ja auch so. Liebe Kitte Kat, du kannst eine ganz normale Nadel verwenden. Du hast einen völlig normalen Verschleiß, würde ich sagen. Also nimm jetzt eine völlig normale Universal-Nähnadel und leg los. Freezer Paper geht eher für EPP, denn da kann man temporär auch mal fest übeln und lässt sich mehrfach verwenden, sagt die Heidemarie.
60 Gramm Papier funktioniert auch super, sagt die Christel. Ja, also 50 und 60 Gramm Papier sind eine echte Hilfe. Das kannst du im Kopiershop kaufen, das kannst du auch online bestellen. Das ist gar nicht so eine Rieseninvestition. Das ist jetzt nicht wesentlich teurer als normales Papier und das ist wirklich eine Hilfe, wenn du das öfter machst. Das Entscheidende ist, das schreibt die Elke jetzt schon, wenn du auf dem Papier nähst, dann ist ganz wichtig, dass du deine Stichlänge auf 1,5 oder kleiner verlängerst. Das ist also ganz, ganz enger Stich. Warum? Weil deine Naht in dem Moment das Papier schon perforiert. Das fällt fast von alleine am Ende raus, weil es durch die vielen Nähte getrennt ist. Das ist auch eine gute Sache, weil du ja teilweise, also um jetzt hier mal bei dem Nadelkissen zu bleiben, super, super enge Nähte hast. Wenn du jetzt eine lange Stichlänge hast, dann hast du nur ganz wenige Stiche auf so einem Stück. Und das ist ja dann nicht wirklich fest. Du möchtest ja, dass das eine ganz, ganz feste Naht ist. Und also die Stichlänge stellst du auf sehr klein, 1,5 oder kleiner. Es gibt, ich nehme, Elke sagt auch, sie nimmt normales Kopierpapier. Ich weiß, ganz viele arbeiten mit ganz normalem Kopierpapier. Das kann man absolut. Ich will nur sagen, es ist leichter mit dünnem Papier. Zum Nähen mit Papier eine alte Nadel nehmen, sagt die Heidemarie. Wenn ich ehrlich bin, ich tausche nicht auf eine alte Nadel. Ich nähe einfach mit einer Nadel mein Projekt zu Ende und ich tausche eh regelmäßig meine Nadel. Und dann ist es halt, ist sie halt danach durch. Wenn man immer den gleichen Block macht, geht auch Freezer Paper. Sugary Doo hat da eine Anleitung in dem Row by Row gehabt, sagt Yvonne. Das wusste ich nicht. Okay. Danke für den Tipp, Yvonne. Was können wir denn dann für morgen vorbereiten? Was wir bis morgen machen, liebe Ramona, das ist ein guter Hinweis. Wir werden morgen das Kissen nähen und dafür wäre es sinnvoll, wenn du die Schnittteile ausdruckst. Ja? Wir haben in einem Schnittteil einen klitzekleinen Fehler, der ist uns erst nach dem Versand aufgefallen. Der ist überhaupt nicht schlimm. Und das ist die Bezeichnung. Hier hat sich die Bezeichnung verschoben. Wenn du Sorge hast, dass dich das verrückt macht, der Alex wollte das heute Abend sofort korrigieren. Also ich gehe jetzt fast davon aus, wenn wir hier fertig sind und du lädst dir die Seite, diese eine, die das betrifft, noch einmal runter, wird die schon korrigiert sein. So, du setzt dein Schnittmuster zusammen. Was sehr, sehr wichtig ist, ist das Kontrollkästchen. Und ich würde dir ganz generell empfehlen, damit, dass dieses Kontrollkästchen, das auf allen guten Schnittmustern drauf ist, auch ernst zu nehmen. Das heißt, du misst einmal nach, ob dieses Kontrollkästchen die richtige Größe hat. Beim Foundation Paper Piecing Projekt kannst du auch einfach die Nahtzugabe messen. Die ist nämlich üblicherweise ein Viertelinch. Du setzt also jetzt deine Schnittteile zusammen. Was ich dir bei Foundation Paper Piecing empfehlen würde, ich glaube, die sind das, kein Tesafilm zu benutzen. Normalerweise nutze ich Tesafilm, wenn ich Schnittteile zusammensetze. Das mache ich deshalb nicht bei Foundation Paper Piecing, weil ich die Schnittteile ja später wieder rausreißen will. Und Tesafilm ist nicht gemacht zum Reißen, sondern gemacht zum Halten. Und das könnte dir das Leben ein bisschen schwerer machen. Und deshalb suche ich jetzt gerade mein. Wo ist es denn? Ich habe mir extra mein Washi-Tape hingelegt. Jetzt ist es weg. Also. Irgendwo hier in den Tiefen ist mein Washi-Tape. Ich würde dir zu Washi-Tape raten. Das ist ja ein Papier, aus Reispapier. Na, das hier ist auch aus Washi. Das ist nicht das Richtige. Ich möchte dir das jetzt eigentlich nur mal ganz kurz zeigen. Hier, unser Diagonal Seam Tape ist auch aus Reispapier. Ich würde dir nicht raten, das zu nehmen. Das ist ein teures Papier. Mach das bitte nicht. Ich zeige dir das jetzt nur einmal aus Zwecken. Du kannst Reispapier einfach einreißen. Ja, du kannst das einfach mit der Hand reißen. Das hier kannst du mit Tesafilm nicht wirklich gut. Und wenn du eben später dann Schnittteile wieder entfernen willst, dann ist das eine gute Sache, wenn die möglichst leicht sich reißen lassen. Also wenn du ein altes Washi-Tape hast, das nicht beschichtet ist, ist das eine hervorragende Idee, um deine Schnittteile zusammenzukleben. Das wäre also für morgen eine gute Sache. Druck deine Schnittteile aus, klebe sie zusammen. Wenn du sagst, ich fange doch mit dem Nadelkissen an, ist das Einzige, was du machen musst, einmal gucken, ob du es in der richtigen Größe hast,
beziehungsweise aus deiner Box nehmen, da ist ja eins drin. Und dann schneidest du einmal außen rum. Und zwar auf der gestrichelten Linie, ja? Wir reden über die gestrichelte Linie. Da kannst du einmal dein Schnittteil freilegen, damit du dann damit anfangen kannst. Also wenn du das nähen willst, nimm das. Wenn du beide Projekte nähen willst, das Kissen und das Nadelkissen, würde ich dir raten, mit dem Kissen anzufangen, damit du mit den Stoffresten das Nadelkissen nähen kannst. Dann hast du es ein bisschen einfacher. Wir nähen morgen das Kissen gemeinsam mit der Steffi. Die Steffi empfiehlt in der Anleitung auch einen Prittstift für das Nadelkissen zum temporären Fixieren. Also wenn du dich ans Nadelkissen hältst, ist auch das eine gute Idee. Ganz grundsätzlich sind Foundation Paper Piecing Projekte etwas, wo du ständig bügelst, nähst, Korrektur schneidest. Und wenn du eine Möglichkeit hast, dich so aufzustellen zu Hause, dass du nicht immer durch zwei Nachbarräume laufen musst, um an das Bügelbrett zu kommen, ist das sicherlich eine gute Sache. Ich habe also hier direkt neben mir mein Bügeleisen positioniert auf einem Klappstuhl, damit ich eben schnell hier vor Ort bügeln kann. Ich habe dieses Ding, das brauchst du nicht zwingend, aber ich finde das enorm praktisch. Ich habe hier diese Drehplatte, die habe ich euch beim letzten Mal schon gezeigt, ne, von Martelli. Da kannst du eben drauf schneiden und dann kannst du auf der anderen Seite bügeln. Und sowas ist natürlich total praktisch, wenn du das in deiner direkten Nähe hast, damit du, weil du nach jeder einzelnen Naht bügeln musst, damit du da nicht so viel Theater mit hast. Es gibt für all diejenigen, die absolut gar keinen Bock haben auf diese Rennerei zwischen Bügeltisch und Nähmaschine, ein paar andere Alternativen. Da möchte ich dir aber sagen, du brauchst das nicht. Ja, das ist wirklich optional. Ich weiß nur, dass sehr viele das nutzen, damit es schnell geht. Ich will dir das nur einmal zeigen. Ich spreche das deshalb an, weil wenn du sagst, ja, die Technik an sich habe ich verstanden, aber das mit dem Bügeln ist mir zu doof, fände ich das total schade, wenn das der Grund ist, warum du am Ende Abstand nimmst von dieser Technik. Es gibt verschiedene Hilfsmittel, die dir helfen, quasi temporär eine Naht umzulegen. Es gibt zum Beispiel auf der Rückseite von dem Stiletto von By Annie, das ist dieser hier. Der hat also vorne so eine Spitze, womit du Stoff führen kannst. Und auf der Rückseite sieht er so aus. Und das ist im Grunde etwas, womit du deinen Stoff umbügeln kannst. Ich meine, das ist hier vorne abgebrochen. Ich kann dir das aber auch nicht so zeigen. Ne? Du kannst also temporär quasi bügeln. Das ist eine gute Hilfe, besonders in so kleinen Projekten kannst du das hervorragend einsetzen. Das zweite ist, von Violet Craft gibt es so einen Seam Roller. Da kannst du also die Naht rollen, anstelle sie zu bügeln. Das sind so kleine Hilfsmittelchen, womit du dir helfen kannst. Filzbügelmatten neben der Maschine. Es gibt so kleine Reisebügeleisen oder so ein ganz kleines von Prim. Das ist eine gute Idee. Also es gibt so einiges, was man da machen kann. Der Fotokleber von DM ist super zum Zusammenkleben. Bringt uns gerade die Ursula bei. Vielen lieben Dank. Teabag Paper ist wie Seidenpapier, nur etwas haltbarer, sagt die Ulla. Ich habe schon mehr verpasst, worüber ihr gerade spricht. Geht auch Kreppband. Ich glaube, das Kreppen, also an sich kann man Kreppband reißen, es ist aber, glaube ich, schon relativ stabil. Also du kriegst auch Tesa da irgendwie wieder raus. Aber an sich so ein Washi-Tape, und da gibt es, glaube ich, in diesen Bastelläden auch wirklich günstige Sachen. Ich habe so ein Werbeklebeband von, das so hässlich ist, das benutze ich dafür. Also das ist, wenn dir sowas begegnet, nimm das mal mit, das ist eine gute Sache. Christel hat jetzt eine drehbare Schneid- und Bügelmatte. Ich finde die super. Stiletto. Stiletto von By Annie, genau. Seam Roller von Violet Craft. Das sind zwei Hilfsmittel. Es gibt aber streng genommen ein einziges Hilfsmittel, wo ich jetzt sagen würde, das ist wirklich, wirklich eine gute Investition, wenn du dauerhaft Foundation Paper Piecing machen willst. Das brauchst du nicht beim ersten Mal.
Also du kommst mit einem normalen Lineal zurecht. Wenn du aber öfter Foundation Paper Piecing machst, dann würde ich dir zu einem Add-a-Quarter-Lineal raten. Dieses Lineal hat eine Kante, das gibt es in vier Ausführungen. Es gibt diese kleine Variante und es gibt die Plus-Variante in kurz und dasselbe dann nochmal in lang. Also es gibt zweimal lang, zweimal kurz. Das Entscheidende an diesem Lineal ist, das hat so eine Kante. Und wenn du immer wieder deine Schnittteile zurückschneiden musst, dann kannst du dieses Lineal einfach. Ich habe hier gerade so ein Durcheinander. Ich möchte das jetzt einfach zeigen. Mein kleines Chaos hier. So, ich will mal alles aus dem Bild schaffen. So, pass auf. So, sehen wir uns? Wenn du also hier später umklappst und eine Nahtzugabe schneiden willst, dann kannst du dieses Lineal anlegen und das rastet ein. Genau auf ein Viertelinch. Ja? Also das hat hier diese Kante drunter. Kann man das gut sehen? Und damit rastet das ein und du schneidest deine Nahtzugabe. Und du hast es halt so einfach, immer wieder klappen, schneiden. Du musst überhaupt nicht fummeln. Du musst dich da wirklich nur einmal anlegen. Also ich persönlich finde, dass dieses Add-a-Quarter-Lineal eine wirkliche Hilfe ist bei English Paper Piecing. Wie gesagt, wenn du eine Technik erst einmal ausprobieren willst, kommst du immer mit deinem klassischen Equipment klar. Aber es ist, wenn du jetzt hier so ein langes Patchwork-Lineal hast und du musst halt immer dein langes Lineal hier auslegen, das ist ein bisschen mühsam. Also es gibt ja auch etwas kleinere, aber wie gesagt, die sind nicht wirklich teuer, besonders das kleine, das kostet ein paar Euro, ist wirklich, wirklich ein gutes Investment, wenn das deine Technik ist. Anne steht immer noch im Wald. Okay, pass auf, liebe Anne. Wir machen das jetzt so. Wir nähen morgen ganz, ganz in Ruhe zusammen dieses Teil. Und Schritt für Schritt für Schritt. Und du stellst alle deine Fragen, okay? Ich wollte heute erstmal so ein bisschen abholen. Es tut mir leid, wenn du jetzt gerne heute schon das Ganze vollumfänglich einmal mitgenommen hast. Wir wollten ja heute nichts überfrachten. Deshalb haben wir gedacht, die Steffi, weil wir das morgen zusammen machen, das geht ein bisschen einfacher, nehmen wir lieber morgen mit ins Boot, weil wir uns ja erstmal immer an Tag 1 wiedersehen. Und das auch immer in ein bisschen Geschnatter ausartet. Liebe Anne, bitte verzweifle nicht. Morgen Abend weißt du Bescheid, ich schwöre. Monique will wissen, was die Lineale kosten. Da hast du mich jetzt knallhart erwischt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die 6-Inch-Lineale kosten 6 Euro das Stück. Ungefähr um den Dreh. Kann das sein? Die sind nicht so teuer. Danke fürs Mut machen. Yvonne macht Anne Mut, das ist gut. Morgen weißt du Bescheid, ich schwöre. Wofür braucht man denn die Plus-Variante? Ich habe bisher nur die schmale benutzt. Ja, die Plus-Variante ist länger. Und damit also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich komme mit dem Kleinen klar. Also, das hat noch so ein paar Zusatzfeatures hier, dieses lange. Ich finde das Kleine völlig okay. Ich habe auch nur das Kleine. Wir führen im Shop alle. Also wer lieber das Große hat, weil er sagt, dann habe ich noch ein reguläres Lineal, mach. Alles gut. Also wenn du. Aber ich persönlich finde, die tun sich jetzt nicht so viel. Nimm, was dir besser gefällt. Das Entscheidende ist die Kante. Okay. Was du bei einem English Paper Piecing Projekt auf jeden Fall vorher tun solltest, ist deine Schnittkanten, das sind die Linien, deine Nähkanten, alle einmal vorfalten. Das heißt, du gehst in Vorbereitung auf morgen durch dein komplettes Schnittmuster und faltest jede dieser Linien, außer die gestrichelte außen. Okay? Die faltest du einmal vor, weil du es so viel einfacher hast im nächsten Schritt beim Nähen, das akkurat zu treffen. Also falte einmal genau akkurat, akkurater als ich gerade, alle deine Linien. Das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen als Vorbereitung für ein English Paper Piecing Projekt. Das nächste, was ich dir raten würde, ist,
mach dir Gedanken um deine Farbanordnung. Jetzt habe ich die ganze Zeit hier mein Schnittmusterteil verballert, an dem ich euch das noch zeigen wollte. Mensch. Es ist ein Bildertag. Wo ist es denn? Ich muss mir mal eben eines aus meiner anderen Vorlage nehmen, damit ich euch das besser zeigen kann. Ich habe hier irgendwo alles liegen und ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Monique hat auch den Überblick verloren. Worüber reden wir? Oh, Alessa perforiert die Linie mit dem Kopierrad. Okay, aber ist das Entscheidende nicht, dass man es danach besser umklappen kann? Guck mal, die Petra gibt gerade einen super, mega guten Tipp. Und zwar hat die Steffi sich die Mühe gemacht und auf ihrem Instagram-Kanal in ein paar Videos ein paar richtig gute Tipps gegeben zur Vorbereitung für Foundation Paper Piecing. Wenn du heute Abend das alles noch lernen willst und dir das bis morgen Abend zu lang ist, rate ich dir zu diesen Videos. Guck dir das auf jeden Fall an. Die Steffi hat das toll erklärt. Was ich dir jetzt noch raten wollte, zu guter Letzt in Vorbereitung auf morgen, abgesehen davon, dass du eben diese ganzen Sachen einmal knickst, mach dir Gedanken, wie deine Farbzusammenstellung sein soll. Ich mache das mit Buntstiften, weil ich das mir besser merken kann. Also ich habe hier sogar noch welche liegen. Warte, Moment. Also, ich finde das leichter. Die Steffi schreibt sich da Kurzzeichen immer rein. Ich mache das mit Buntstiften. Und da kann ich dann eben für mich entscheiden, wie soll mein Muster aussehen und male mir das vorher auf. Das ist also meine Taktik, weil ich das einfacher finde. Dann weiß ich am Ende schon, wie es am Ende aussieht und kann mir das ein bisschen besser vorstellen. Und weiß dann eben beim Hinlegen, okay, das ist der tiefe Bärenton, den ich da haben will. Also ein bisschen Vorbereitungszeit brauchst du für das Projekt. Und das ist das, was ich dir in Vorbereitung für morgen gerne mitgeben möchte. Knicke alle deine Linien, mach deine Schnittteile fertig, egal ob du jetzt das Kleine oder das Große nähen willst, macht keinen großen Unterschied. Wir werden das an dem, es ist wurscht im Grunde. Und dann alle deine Faltlinien knicken, okay? Wenn du dünnes Papier hast, nimm das dünne. Wenn du das Schnittmuster aus der Box nehmen willst für das Nadelkissen, bügel es einmal. Das wäre meine Empfehlung. Deine Stoffteile würde ich dir auch empfehlen zu bügeln, dass die alle faltenfrei sind, dass du morgen ruckzuck loslegen kannst. Wenn du das Nadelkissen nähst, kannst du schon mal die 1-Inch-Streifen zuschneiden, die du dafür brauchst. Wenn du das Schnittmuster nähen willst, dann halte dich ein bisschen an die Angaben im Schnittmuster, was den Zuschnitt betrifft. Das kannst du auf jeden Fall schon machen. Und dann werden wir morgen ganz langsam und akribisch erklären, wie du das Ganze nähst. Und dann werden wir es hoffentlich noch schaffen, am Donnerstag das Ganze zusammenzusetzen, dass du am Ende dieses Teil in der Hand hältst. Ja, das ist der Plan. Markisa kriegt das Schnittmuster nicht. Kannst du uns noch mal eine E-Mail schicken? Dann können wir noch mal gucken, ob du auf der Versandliste bist oder ob da ein Fehler in der Adresse ist oder so. Das kriegen wir schon irgendwie hin, okay? Ich, Crema Catalana sagt, ich male bei FPP-Vorlagen einen Farbstrich auf die Felder, damit ich auch wirklich die geplante Farbe drauf nähe. Ja, also ich finde das total schwierig, ohne Buntstifte den Überblick zu behalten. Das ist, geht mir persönlich so. Ich muss mir da helfen. Wie gesagt, die Steffi macht einfach Kürzel da drauf. Aber jedem das seine. Heidi sagt, wenn die Linien perforiert sind, lassen sie sich besser falten. Auch ein guter Tipp. Ich habe meine Hauben auch vorher ausgemalt. Das ist einfacher mit dem Stoffgewusel beim Nähen. Das geht mir absolut so, ja. Pfaffi hat auch kein Newsletter bekommen. Das ist schade. Liebe Anke, schickst du uns auch nochmal eine Nachricht, dann checken wir, ob du auf der Versandliste stehst, auf der E-Mail-Liste stehst. Und sonst können wir dich da vielleicht händisch nochmal ergänzen. Vielleicht kommt der Schnittmuster, wenn der kleine Fehler im Schnittmuster berechtigt ist. Du meinst, das hat mitgedacht? Ja, also seht uns das bitte nach. Das sind irgendwie, wie viele Seiten sind das?
60. Auf einer ist uns ein Fehler unterlaufen. Mögt ihr noch einen Daumen hoch hinterlassen? Liebe Ute, du denkst da immer dran, ne? Da freue ich mich total drüber, wenn ihr das Video liked. Dann wird es ein bisschen besser gesehen und Menschen, die uns finden wollen, finden uns. Da bin ich ja grundsätzlich total dafür. Vom Verständnis her müsste man dann quasi je ein Viertel-Inch der Raute einen Papierbogen haben, mit Washi-Tape zusammengeklebt. Somit bräuchte man dann scheinbar sehr viele Zettel für zum Beispiel eine Decke. Ja. Wenn du die Decke nähst, musst du jede Menge Papier drucken, weil jedes einzelne Teil auf Papier genäht wird. Ja. Ohne die Box und diesen Solong hätte ich, glaube ich, nie FPP ausprobiert. Aber nun bin ich richtig gespannt und freue mich drauf. Liebe Mella, das freut mich. Weißt du, was das richtig Gute ist an FPP? Es ist eigentlich relativ einfach. Wenn du einmal dieses Prinzip raus hast mit wo nähst du, wo klappst du, du hast ja immer die Linie, auf der du nähen kannst. Theoretisch ist das Einzige, was du sicher beherrschen musst, sehr akkurat auf deiner Linie nähen, sauber verriegeln. Das ist das, was du können musst. Alles andere ist eigentlich mehr so ein gedanklicher Prozess, den man einmal raus haben muss. Es hat nicht wirklich was mit großem näherischen Können zu tun. Du kannst also unglaublich tolle Sachen nähen, ohne dass du jetzt jahrelang Näherfahrung hast und was weiß ich, in deinem Leben zwei Ballkleider schon zusammengetackert hast. Das ist überhaupt nicht wichtig. Die Technik an sich ist relativ banal, wenn du einmal das Prinzip verstanden hast. Und deshalb, ich weiß nicht, ich finde, man kann einfach ganz, ganz, ganz tolle Sachen damit zaubern. Und wenn du da jetzt ein bisschen Mut fasst und morgen einfach mal beherzt mitmachst und am Ende sowas Schönes in der Hand hast und das so toll aussieht, glaub mir, das willst du nochmal. Zum Falten ist noch ein normales Geodreieck super, sagt Crema Catalana. Guck mal, das habe ich auch nicht gewusst. Ich lerne ja heute was von euch. Ich sehe gerade Hotelverschluss, machen wir doch nicht mehr. Liebe Ola, wir haben in diesem Schnittmuster eine Anleitung für einen Hotelverschluss reingepackt. Einfach nur, damit das Ganze nicht komplett ausartet. Ich nähe die relativ selten und wenn uns am Donnerstag Zeit davor bleibt, würde ich auch gerne etwas anderes da noch machen als Technik. Einfach weil es Hotelverschluss nicht so meins ist. Aber das Ziel ist ja, dass ihr am Ende ein fertiges Kissen in der Hand habt und deshalb. Okay, Regina näht nebenher das erste Nagelkissen. Regina, welches wird's denn? Eine Postkarte hilft auch beim Falten. Mein Gott, habt ihr coole Tricks? Schneidet man dann auf der perforierten Linie aus, oder? Ja, die perforierte Linie ist am Ende dein Stück inklusive Nahtzugabe. Und das brauchst du auch, weil wenn du diese beiden Teile später zusammensetzt, brauchst du diese Viertel-Inch-Nahtzugabe auf beiden Teilen, um die zusammenzusetzen. Und das hier brauchst du am Ende, damit du daraus ein Kissen machen kannst und dein Muster vollständig bestehen bleibt. Also das hier ist deine Sicherheitskante, die wird nicht angefasst und die wird nicht angeschnitten. Okay? Wir schneiden nie ab außer dieser Kante, ja? Weil ist das allen verständlich, warum wir das nicht tun? Mit der Freezer-Paper-Methode brauchst du nicht Unmengen an Papier. Das ist mehrfach verwendbar, sagt die Nicole. Ich habe das noch nie gemacht. Wir werden morgen mal die Steffi befragen. Also wie gesagt, ich habe durchaus Projekte genäht mit English Paper Piecing, Foundation Paper Piecing, Entschuldigung. Ich würde mich aber nicht als absoluten Profi im Feld bezeichnen. Und deshalb würde ich sagen, die raffinierteren Fragen, die stellen wir morgen an die Steffi, okay? Anne ist wieder motiviert. Guck mal, Anne, du bist im Boot. Das ist doch schön. So, Juni hat morgen Griechischkurs. Oh Gott, du arme Griechisch. Das ist nicht einfach. Okay, also, ich hoffe, ich habe euch heute nicht verwirrt, mit meinen Beiträgen zu diesem Thema. Ich hoffe, ich habe euch Lust gemacht,
auf das, was da kommt. Und ich möchte es nochmal ins Bild halten, weil sie so unglaublich süß sind. Am Ende des Tages werden wir die Projekte unserer Wahl in der Hand halten, sei es Nadelkissen, sei es Kissen oder sei es der Quilt, weil wer das Kissen kann, kann den Quilt. Und ich freue mich tierisch morgen Abend auf die Steffi. Und dann gehen wir in die Vollen. Und dann am Ende des Tages, Anne, bist du Profi. Verschworen. Verschworen, versprochen. So, morgens Griechischkurs. Okay, du steigst später ein. Alles klar. Hab keine Ahnung, wie das heißt, das mit der Raute in der Mitte. Das ist Woven. Das hier heißt Woven. Guck mal, die Petra ist bei uns, pünktlich zur Verabschiedung. Liebe Petra, es ist trotzdem schön, dass du da bist. Hi. So, meine Lieben. Also, wir sehen uns morgen. Wir sehen uns morgen um 8. Ich freue mich auf euch. Und wenn vorher noch irgendwas geklärt werden muss, hallo @ ist die Adresse, okay. Und was soll ich sagen? Wenn ich das Sofakissen etwas kleiner haben möchte, ist es dann möglich, das Schnittmuster kleiner auszudrucken. Das ist gefährlich. Dann verschieben sich deine Nahtzugaben, liebe Rike. Was hast du morgen für einen Kurs, Uli? Italienisch. Okay, alles klar. Jetzt bin ich beruhigt. Also, meine Lieben, es war mir wie immer ein Fest. Wir sehen uns morgen. Morgen Abend haben wir das voll drauf, Indianer Ehrenwort. Und was gibt es noch zu sagen, was ich noch nicht gesagt habe? Außer danke, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich. Ich freue mich auf morgen und ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht. Pünktlich zum Heute-Journal, würde mein Papa jetzt sagen, steigen wir hier aus. Meine Lieben, kommt gut in die Nacht. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Macht's gut. Bis dann.